Urzeit war's, da Ymir hauste. Es gab weder Sand, noch Meer, noch kühle Wogen. Weder Erde, noch Himmel darüber. Nur das gähnende Nichts. Nirgends Gras. So sprach es einst die Seherin über den Anfang der Welt. Eine Welt nur aus Feuer und Eis. Und dazwischen das große Nichts, die Nungagap, das den Urriesen Ymir gebar. Aus ihm entsprangen alle Kräfte der Natur, die Bösen und die Guten. Utgard hieß das Reich der Riesen. In den Wolken über der Finsternis lag Asgard, das Reich der Götter. Sie erschlugen den Riesen Ymir und erschufen aus seinem Leib die Erde. So erzählte es das Lied der Seherin. Dann pflanzten sie den Weltenbaum Yggdrasil, wo sich die Götter zum Gericht versammelten. Odin, der mächtigste von ihnen, fand zwei Baumstämme, hauchte ihnen seinen Atem ein. So kam das erste Menschenpaar auf die Welt. Ask und Embla waren ihre Namen. Nun wand sich das Leben um den Tod, so wie sich der Tod um das Leben wand. Denn es kam Sturmzeit, Wolfszeit. Kriege überzogen die Welt. Götter und Menschen kämpften bald den letzten Kampf gegen die Riesen und die Ungeheuer der Unterwelt. Niemand konnte dem Schicksal entrinnen, auch Odin nicht. Es war Ragnarök, die Götterdämmerung. Niemand weiß, wann der Mythos von Ragnarök, vom Untergang der nordischen Götter, entstanden ist. Um 1200 nach Christus schreiben im abgelegenen Island wandernde Sänger, die Skalden genannt werden, die Mythen der heidnischen Germanen erstmals auf. Seit uralter Zeit sind sie nur mündlich überliefert worden. Einer dieser Skalden hat die Völuspa, die Prophezeiung der Seherin, aufs Pergament gebracht. In 66 magisch klingenden Strophen erzählt die Völuspá eindringlich von der Götterdämmerung, dem Untergang der Welt, prophezeit aber auch, dass es bald wieder neues Leben geben werde. Das berühmteste der germanischen Götterlieder hat man gemeinsam mit der Edda, der mittelalterlichen Sammlung isländischer Dichtkunst, erst im 17. Jahrhundert wiederentdeckt. Vom fernen Island im Nordatlantik reisen die Skalden an die Höfe der Wikingerkönige in Skandinavien und England, folgen ihnen mit ihren Liedern auf Raubzügen quer durch Europa. Die Skalden halten die Mythen, selbst als das Christentum die heidnische Religion auszulöschen beginnt. Das Land aus Eis und Feuer am Ende der Welt mit seinen Vulkanen, Gletschern und Geysiren. Hier finden die Mythen der Germanen den stärksten Niederschlag. Für die ersten Siedler, die gegen 860 aus Norwegen kommen, muss Island die wahre Heimstatt der Riesen, Zwerge und Götter gewesen sein. Ein Sagenreich, das von bösen Mächten wie der Midgard-Schlange und dem guten Gott Odin beherrscht wird, den man den Graubart nannte. Odin verkörpert in der Wikingerzeit den Götterkönig, auch den Göttervater, er ist der Vater der anderen Götter. Er ist aber gleichzeitig der Gott der Toten. Die Gefallenen vom Schlachtfeld werden zu Odin geführt und kämpfen dort mit ihm, leben auch in diesem Kriegerparadies eben. Und Odin ist auch der Gott der Dichtkunst. Die
Für viele Menschen bei uns im hohen Norden ist eine neue Zeit der Finsternis angebrochen. Unsere Könige sind von der Verehrung der alten Götter zum Glauben an den einen Gott der Christen übergewechselt. Und wir müssen ihnen folgen. Odin und Thor sind nun für immer besiegt. Nie wieder wird es einen Frühling in Asgard geben. Alles wird bald nur noch Legende sein. Ich, der Skalde Einar Ormstunga, geboren in Island, werde darum eine Geschichte erzählen, die zu einer Zeit begann, als ich jung und stark war und als Wikinger an den großen Beutezügen nach England teilnahm. Im Jahre 995 war ich an den Hof des Dänenkönigs Sven Gabelbart gekommen. Ich war Krieger, aber ich war nach alter Tradition der Männer von Island auch ein Dichter und Sänger, der abends an den Feuern die alten Götterlieder vortrug. Im folgenden Frühling gingen wir auf Viking, wollten im reichen England Gold und Silber holen, wie viele Skandinavier vor uns. Es war eine riesige Flotte, die unter der Führung von König Sven und seinem Verbündeten, dem Norweger Olaf Tryggvason, das englische Königreich an mehreren Stellen der Küste zugleich angriff. Ich kämpfte als Commander in der ersten Reihe. Doch König Æthelred und seine Männer wehrten sich verbissen. Wochenlang tobten die Kämpfe um London und Jorvik. Als Olaf Tryggvason uns befahl, auch die angrenzenden Provinzen und kleineren Königreiche an der Ostküste Englands zu verheeren, gab der englische König endlich bei und zahlte 16.000 Pfund Silber für den Frieden. Tausende waren dafür wieder auf dem Schlachtfeld gefallen. Ein schreckliches Morden zwischen Brüdervölkern, das ich nicht mehr ertragen wollte. Es kam, wie es kommen musste. Die Sieger hatten sich bald um ihre Anteile zerstritten und der Norweger Olaf verbündete sich mit den Engländern. Dänenkönig Sven zog ab. Ich wollte nur noch Frieden, legte meine Waffen nieder und blieb in England. Ich verliebte mich in die schöne Tochter eines Kaufmanns und wollte meine eigene Familie gründen. Ich hoffte, als Skalde am Hofe des englischen Königs Æthelred mein Geld verdienen zu können. Wie viele Wikinger, die in England ihre neue Heimat fanden, schwor auch ich den heidnischen Göttern ab und ließ mich taufen. Seit 200 Jahren schon gab es Klöster und Kirchen in diesem Land. Selbst der norwegische Heerführer Olaf Tryggvason hatte sich taufen lassen. Im hellen Gewand, wie einst Christus, der weiße Gott. Doch der Frieden währte nicht lange. Schon im darauffolgenden Sommer kehrte Dänenkönig Sven mit einem Heer nach England zurück. Diesmal mit noch mehr Schiffen und Männern. Seine Horden erschlugen wahllos alle Männer und nahmen Frauen und Kinder als Sklaven. Das Chaos und die Not wurden noch größer, als der englische König Æthelred im Gegenzug begann, alle Skandinavier, die in seinem Reich lebten, töten zu lassen. Egal, ob sie Krieger oder friedliche Kaufleute waren. Auch ich musste nun um mein Leben fürchten und meine Geliebte Hals über Kopf verlassen. So war meine Geschichte, bis zu jenem Tag, als ich an Bord eines Handelsschiffes stieg, das mich zunächst nach Dänemark bringen sollte, in eine ungewisse Zukunft. Ich hatte nur ein Ziel, endlich wieder nach Hause zu kommen, ins ferne, friedliche Island. Die Überfahrt von England nach Dänemark dauert in der Wikingerzeit 2 Tage.
Das häufigste Ziel der mit Pelzen, irischer Wolle, Schmiedewaren und mit Sklaven beladenen schnellen Schiffe ist die blühende, als Menschenmarkt gleichwohl berüchtigte Handelsmetropole Haithabu. Mehr als ein weiteres Jahrzehnt, bis 1012, kommt es immer wieder zu Beutezügen des Dänen Sven Gabelbart gegen England, bis dieser dort als König anerkannt wird. Trotz der Überfälle und Kriege infolge unstabiler Machtkonstellationen fahren Händler aus ganz Nordeuropa regelmäßig ihre Routen über Atlantik und Ostsee. Nach zwei Nächten auf hoher See lag im Sommer 997 die Ankunft im sagenhaften Haithabu vor mir. Jene geschützte Siedlung, an einem Meeresarm gelegen, der sich weit in das Landesinnere einer Halbinsel zwischen Nord- und Ostsee zog. Genau hier verlief damals die Grenze zwischen den heidnischen Stämmen im Norden und dem großen Reich der Christen im Süden, das von den deutschen Kaisern beherrscht wurde. Der Ruf Haithabus war zwiespältig. Barbarisch und schmutzig sollte dieser Ort sein, wo Tieropfer an Pfählen vor den Häusern hingen und Händler ausschweifende Orgien mit Sklavinnen feierten. Ich erlebte die Stadt als friedlichen Ort. Selbst Kaufleute aus dem fernen Morgenland waren angereist, um ihre Waren mit den Wikingern zu tauschen. Es wird ein ruhiges Treiben gewesen sein und man wird sicherlich im Hafen viele Schiffe gesehen haben, die jahreszeitlich bedingt an einem der Stege festgemacht hatten. Man wird ganz unterschiedliche Stimmen und Sprachen gehört haben. Da ist ein slawisches Schiff mit Leuten, die ganz anders sprechen, als ein Schiff, das zum Beispiel aus Nordnorwegen gekommen ist. Haithabu ist 808 vom Dänenkönig Gottfried gegründet und schon bald darauf ein wichtiger Handelsplatz geworden, an der Südflanke des weitgehend noch heidnischen Skandinaviens. Den archaisch klingenden Namen des Ortes überliefern zwei Runensteine, die im 10. Jahrhundert in seiner unmittelbaren Nähe aufgestellt worden sind. Einen von ihnen, den sogenannten Skarti-Stein, lässt der dänische König Sven Gabelbart zum Andenken an einen Gefährten anfertigen, der nach einem Raubzug in England hier in Haithabu gestorben ist. Skarti, der den Tod fand in Hithabu, hat der Runenmeister in den Stein gemeißelt. Bereits 150 Jahre zuvor, gegen 850, hat König Horik dem Hamburger Bischof Ansgar erlaubt, in Haithabu eine Kirche zu bauen, damit, so heißt es in alten Quellen, christliche Kaufleute diesen Ort unbekümmert aufsuchen und sich unbehelligt fühlen können. Die Kirche fällt späteren heidnischen Zerstörungen zum Opfer. Nur eine Glocke ist erhalten geblieben. Sie wurde 1978 bei Ausgrabungen im Hafen von Haithabu gefunden. Gegen 950 entsteht erneut eine Kirche in Haithabu. Weitere Funde belegen, wie der allmähliche Glaubensübertritt im einst nördlichsten Vorposten der Christen in Skandinavien verlief. Das ist ein silberner Thorshammer, also im Ursprung ein heidnisches Amulett, das jemand trägt, der sich den Gott Thor zum Schutze wünscht. Nun finden wir aber eingraviert ein christliches Kreuz auf diesem Amulett. Das lässt sich sehr unterschiedlich interpretieren. Möglicherweise sichern einige sich einfach doppelt ab, weil sie meinen, doppelt hält besser. Kurz nach meinem Eintreffen in Haithabu war er mir aufgefallen, der seltsame junge Mönch, der offenbar wie ich ein Neuankömmling war. Bruder Martin war sehr ängstlich und oft allein für sich. Wie ich bald erfuhr, war er wegen seines ungehörigen Lebenswandels zur Strafe vom Bischof aus dem nahen Hamburg hierher geschickt worden, um sich neu zu bewähren.
Später sollte er weiter in den Norden ziehen, um die Kunde vom Christusgott zu verbreiten und die Heiden zu bekehren. Der Bischof hatte Bruder Martin vor den Frauen der Wikinger und deren freizügiger Begierde gewarnt und ihnen gesagt, er werde durch Gottes Auge immer sehen können, was geschehe. Besonders die Frauen kamen nun in Scharen in seine Kirche, um von dem einen Gott und seiner Barmherzigkeit zu hören. Ich war verblüfft, wie stark die Botschaft der Bibel auf die Gemüter der Menschen wirken konnte, die im Alltag noch ganz in ihrem Glauben an Thor, Odin und Freya verankert waren. Das Christentum hat dieses Sinnangebot des Jenseits, dass wir eine klare Vorstellung haben, was passiert im Jenseits. Es gibt ein Gericht nach dem Tod und dort wird danach entschieden, ob man gute Taten im Diesseits gesetzt hat oder böse, was mit einem im Jenseits passiert. Im Heidentum fehlt das völlig. Wir wissen nicht genau, wo man hinkommt, ob man nach Walhall kommt oder nur nach Hel oder in das Reich der Ran. Und vor allem spielt es eigentlich keine Rolle, ob man im Diesseits ein guter Mensch war oder ein böser Mensch war. Das Einzige, wo man es ein bisschen dran aufhängen könnte, ist, es gibt diesen Glauben daran, dass es eine Rolle spielt, ob man einen guten Ruf bewahrt hat, ob einem die gute Nachrede nach dem Tod bewahrt bleibt. Ich hatte mich entschlossen, den Winter über in Heitabu zu bleiben. Und auf Einladung der Wikingerhäuptlinge und Händler aus dem Norden an den langen, dunklen Abenden von den Sagen und Mythen der heidnischen Götter zu erzählen. Selbst jene Frauen, die zu christlichen Kulten in die Kirche gingen, kamen zu mir, um wieder von den Prophezeiungen der Seherin zu hören, von Ragnarök, der Götterdämmerung. Jene Geschichte also, als die Esche Yggdrasil nach dem Kampf der Götter und dem Versagen der Menschen zu welken beginnt. Jene Geschichte, als sich die dämonischen Riesen erheben und der furchtbare Höllenhund an seinen Ketten zerrt, bis sie schließlich zerspringen und das Untier den göttlichen Odin verschlingt. Selbst der Göttervater kann dem Schicksal nicht entrinnen. In der frühen Christenheit ist das Glockenläuten Signal zur Abwehr heidnischer Dämonen. Und noch etwas bringen die Mönche für ihren Glaubensritus in den Norden mit, das die Menschen in Skandinavien in ihrer rein mündlichen Kultur nicht kennen. Es ist die Heilige Schrift. In dem Buch der Bücher offenbart sich für die Christen Gott selbst. Es erzählt immer dieselbe Geschichte von Sünde, Barmherzigkeit und Gnade. So steht es in der Bibel, egal ob man in Island oder in Deutschland oder auf dem Balkan war, diese Geschichten wurden überall mehr oder weniger gleich wiedergegeben. Das Heidentum hatte nichts Vergleichbares. Darum stehen wir vor dem Riesenproblem, dass wir eine germanische Mythologie haben, die zu einem gewissen Grad von den Goten auf dem Balkan bis zu den Vandalen in Nordafrika und den Briten, also nicht den Briten, sondern Angelsachsen in Britannien und den Norwegern und Isländern überall gleiche Wurzeln hatte, aber ganz, ganz unterschiedliche Ausformungen. Als das Frühjahr kam, wurde meine Traurigkeit und die Sehnsucht nach Island wieder groß. Ich gab mich jetzt häufiger dem Biergenuss hin, sang lauthals Spottlieder auf die Götter und besuchte die freizügigen Badehäuser der Stadt, um mich abzulenken. Was mir nicht gut bekam. Wie viele Sommer und Winter sind seitdem nicht vergangen.
als unsere alte Welt sich aufzulösen begann und neue Werte und Mächte unser Leben bestimmten. Ich ahnte nicht, was das Schicksal mir bringen sollte. Ich spürte aber, dass der Zeitpunkt gekommen war, das geschützte Haitabu zu verlassen und begab mich auf eine abenteuerliche Reise, die sehr lange dauern und mich in die schönsten und zugleich gefährlichsten Regionen des Nordens bringen sollte. Mit Mönch Martin hatte ich überraschend einen Gefährten gefunden, angelockt durch seine Schriftkenntnisse, die mich faszinierten und die ich unbedingt von ihm lernen wollte. Und er brauchte mich als Führer und Beschützer seiner Mission, die er nun mutig als treuer Diener Christus antreten wollte. Der Landweg nach Norden ist in Jütland damals die uralte Heerstraße der Völkerwanderung, die in der Wikingerzeit an Haitabu und dem dänischen Königssitz Jelling vorbei bis zur Nordspitze Jütlands führt. Wer noch weiter nach Norwegen oder Schweden will, muss von Nordjütland aus, am besten vor Beginn der Herbststürme, ein Schiff nehmen. Auf dem Heerweg sind Ochsenkarren nur Händlern und ihren Waren vorbehalten. In der sandigen Heidelandschaft fahren sich die Gespanne oft fest und müssen dann mühsam freigezogen werden. Wer schneller sein will, muss den beschwerlichen Weg zu Fuß auf sich nehmen. Ich beschloss, Bruder Martin ausführlich von den Göttern der Heiden zu erzählen. Es sollte helfen, seine Furcht zu zügeln und die Gemüter der Menschen, die an sie glaubten, verstehen zu können, bevor wir an Orte kamen, die nie ein Mönch vor ihm gesehen hatte. Und er sollte mir das Schreiben beibringen. So war unsere Abmachung. Laut heult der Wolf von Gnipahelje. Es reißt die Fessel, es rennt der Wolf. Weit ist mein Wissen. Weithin erkenne ich der siegreichen Götter schlimmes Geschick. Was also sah die Seherin in ihrer Prophezeiung? Wann wird der Fenriswolf Göttervater Odin verschlingen? Warum warnen seine Raben Hugin und Mumin ihn nicht? Jeden Morgen fliegen sie über die Welt, um zu sehen und zu hören. Und am Abend kommen sie heim, um Odin alle Neuigkeiten zuzutragen. Ihm, der nur ein Auge hat, das zweite verpfändet an den Riesen Mimir, um aus der Quelle der Weisheit trinken zu dürfen. Ja, auch Odin wird untergehen, weil die Götter am Ende schwach und blind sind wie die Menschen. Das ist das Zeichen des Baumes Yggdrasil. Seine drei Wurzeln umspannen die ganze Welt. Eine in Midgard bei den Menschen, eine in der Welt der Riesen, und unterhalb der dritten ist die Unterwelt. Yggdrasil steht an einer Quelle, die Urds Brunnen heißt. Wenn ihre Blätter zu welken beginnen, wird die Welt untergehen. Urd, Verdandi und Skuld sind die drei Nornen, die an ihrem Stamm das Schicksal weben und die Zukunft planen. Sie entscheiden über die Zeit. Nicht mehr lange steht die Esche Yggdrasil hoch und fruchtbar. Noch fällt Tau in die Täler. Wer ins Götterreich Asgard will, muss über einen Regenbogen reiten und eine Brücke aus Feuer. Außerhalb aber herrschen Dunkelheit und unheimliche Kräfte. Das ist die Mitte der Welt. Um jeden Menschen ist ein Horizont und das ist für ihn Midgard. Und diese relativ naive Vorstellung, dass wir ein Gard heißt eben umzäunter Raum um den eigenen Bauernhof herum. Das ist für jeden Menschen Midgard. Und die Gegend, in der alle Menschen wohnen, also unsere Erde, ist Midgard eben. Also diese Welt der Menschen. Und eine Welt ganz woanders muss nicht unbedingt drüber sein. Ich glaube, dass diese Vorstellung, dass Asgard irgendwo in den Wolken sich befindet, vielleicht schon vom Christentum beeinflusst ist. Aber das ist eine Welt der Götter. Und dass sich die auch so einen Raum geschaffen haben, in dem sie wohnen, in dem sie existieren,
das gehört auch dazu. Und drumherum, außen herum, ist Utgard. Alles das, was man nicht als Mensch kontrollieren, was man nicht erleben, wo man sich nicht halbwegs geschützt befinden kann, das ist Utgard. Und dort leben alle Mächte der Finsternis, also ob es jetzt Riesen oder Trolle oder ob es die Welt der Unterwelt ist, alles das ist draußen in Utgard. Wir hatten das sanft hügelige Jütland zur Hälfte durchwandert und waren endlich an die Küste gekommen. Üppige Eichen- und Buchenwälder reichten direkt bis an das Stille Meer heran, an das Mare Balticum. Welche Schönheit, welcher Reichtum der Natur bot sich uns da. Unvorstellbar, dass hier Gefahren lauerten, die unseren Weg behindern könnten. Ein Land mit großem Wohlwollen erschaffen, von welchem Gott auch immer. Seit Tausenden von Jahren haben Menschen in dieser Region Europas gesiedelt. In der Bronzezeit fahren nordgermanische Stämme mit leichten Booten durch die Inselwelt der Ostsee. Später, in der römischen Kaiserzeit, noch 500 Jahre vor den Wikingern, haben die Germanen bereits riesige, hochseegängige Schiffe entwickelt, mit denen sie weite Strecken über den Atlantik bis nach England zurücklegen können und erste Eroberungskriege führen. Es sind gigantische Ruderboote. Segel wie in der Wikingerzeit gibt es noch nicht. Aber auch untereinander bekämpfen sich die skandinavischen Fürsten. Es ist eine hochentwickelte Kriegerkultur. Viele Männer haben als Legionäre im fernen Rom den Kaisern gedient und kehren mit Waffen gut ausgerüstet heim. Es geht um Ansehen und Macht. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus hat als erster über das Leben dieser Germanen und ihre Kulte geschrieben. Sie versprechen Odin für den Fall des Sieges große Opfergaben. Die Waffen der unterlegenen Gegner, Gold und selbst ganze Schiffe versenken sie zum Dank an die Götter in ihren heiligen Mooren. Diese uralten Opferplätze in Dänemark und Norddeutschland sind einzigartig und bis heute eine Schatztruhe der Vergangenheit. Auch religiöse Kultgegenstände aus heidnischer Zeit haben sich in den morastigen Sümpfen erhalten. Archäologen konnten kostbare Zeugnisse einer untergegangenen Kultur bergen, wie den Goldhelm von Thorsberg in Schleswig-Holstein, der einem gefallenen germanischen Kriegerhäuptling um 300 nach Christus gehört hatte. Unser Weg sollte erneut ins Landesinnere führen, vorbei an großen Mooren, die Bruder Martin und selbst mir unheimlich waren. Die Leute aus der Gegend hatten uns von den Sitten ihrer Vorväter erzählt, dass sie den Göttern Pferde geopfert und selbst Menschen lebendig im Moor begraben hätten. Man riet uns, die heiligen Stätten weit zu umgehen, um den Zorn Odins nicht auf uns zu ziehen. Die erste Etappe unserer Reise war nun beendet und das jütische Dorf Jelling erreicht. Hier hatte zwei Generationen zuvor Gorm der Alte ein neues dänisches Königstum gegründet. Gorm war der Großvater von Sven Gabelbart gewesen, dem Englanderoberer, und der Vater von Harald Blauzahn, dem König, der sich gerühmt hatte, als erster die Dänen zu Christen gemacht zu haben. Uns schauderte, als wir die Kirche betraten.
König Harald hatte seine Eltern Gorm und Thyra zunächst nach alter Sitte in zwei riesigen Grabhügeln bestattet und dann auf heidnischer Stätte das Gotteshaus erbaut. Jelling der Könige, so heißt diese monumentale Stätte heute noch. Neben Kirche und Grabhügel lässt König Harald Blauzahn gegen 970 einen 10 Tonnen schweren, mit Runen verzierten Granitstein aufstellen, der den Durchbruch des Christentums im heidnischen Dänemark markieren soll. Also på min ene side, der ligger der den gamle trækirke, og så står den store runesten bagved. Zwischen den Grabhügeln steht damals die alte Holzkirche, der große Runenstein direkt daneben. Und dann ist hier eine riesige Schiffssetzung, die Gorm und Harald gegen 950 haben bauen lassen. Wo das Dorf Jelling damals liegt, wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich östlich von dieser Stätte. Die mehr als 1000 Jahre alte Botschaft auf dem gigantischen Granit lautet: König Harald befahl, diesen Stein zu errichten, zum Gedenken an Gorm, seinen Vater, und an Thyra, seine Mutter. Der Harald, der sich ganz Dänemark und Norwegen unterwarf und die Dänen zu Christen machte. Mit den Runen bekennt sich Harald auf spektakuläre Weise zum neuen Glauben, allerdings nicht ganz freiwillig. Denn der deutsch-römische Kaiser Otto I. hat die südliche Grenzstadt Haithabu besetzt und droht, Dänemark christlich zu kolonisieren. Harald will ihm zuvorkommen. Doch wie erklärt er seinen heidnischen Untertanen, dass Christus ein besserer Gott als Odin ist? Ein Wunder muss her. Auf vergoldeten Bronzeplatten aus dem 11. Jahrhundert wird die Bekehrungslegende Harald Blauzahns wie in einem Bilderbuch erzählt. Demnach hat einst der deutsche Bischof Poppo den dänischen König besucht. Während eines Festes prahlt Harald damit, dass die heidnischen Götter größere Wunder zustande bringen würden als Christus. Als Poppo widerspricht, befiehlt Harald ihm, einen glühenden Eisenhandschuh anzulegen. Dann könne man ja sehen, was sein Gott vermag. Doch Poppos Hand bleibt völlig unbeschadet. Dieses Wunder überzeugt nicht nur König Harald so sehr, dass er sich taufen lässt, auch sein Volk muss ihm nun folgen und den neuen Glauben annehmen. Damit ist der Vormarsch des deutschen Kaisers gestoppt und Haithabu wieder frei. So, wir haben sowohl den politischen Presse von dem deutsch-römischen Kaiserreich und so den religiösen. Es ist also der politische wie auch der religiöse Druck, der Harald für den neuen Gott empfänglich macht. Der kann mehr als Thor und Odin. Das, so glaube ich, sind die beiden Seiten der Geschichte. Nachdem Harald den Runenstein in Jelling gesetzt hat, dauert es nicht lange, bis er im Süden Haithabu zur Festung ausbaut, gegen die Deutschen. Er weiß eben genau, dass es noch mindestens eine Generation dauern wird, bis die Dänen den neuen Gott, den weißen Christus, akzeptiert haben. Harald stellt den großen Runenstein auch zur Ermahnung seiner Untertanen auf und lässt einen Christus in die andere Seite des Steins meißeln, der nicht als Gekreuzigter, sondern als Siegender daherkommt. Kein Dornenkranz umschlingt sein Haupt, sondern die Krone eines Königs. Harald und Christus stehen nun gemeinsam für die Macht in Dänemark. Nur wenige Jahre vor seiner Taufe hat König Harald seinen Vater Gorm noch heidnisch in einem der beiden großen Grabhügel in Jelling bestattet. Gegen 970 lässt er die Gebeine Gorms ausgraben und in der neuen Kirche beisetzen, mit zahlreichen Gaben. Der tote Urkönig soll zum zweiten Mal auf Reise gehen, statt nach Valhalla ins himmlische Paradies. Und wenn man kigger på det lille bæger her, so haben wir faktisch. Auf diesem kleinen Becher sehen wir praktisch Heidentum und Christentum nebeneinander. Hier sind zwei Tierornamente eingraviert, die in einem winzigen Altar ranken, der an der Vorderseite mit Trauben geschmückt ist. Das Symbol für Christus. Als Gorm umgebettet wird, bekommt er diesen kleinen Becher als Grabbeigabe, um zu unterstreichen, dass man hier christlich ist. Die Herr Volk.
Der Mönch Martin war sehr nachdenklich geworden. Nicht nur durch Liebe hatte sein Gott den Weg in die Herzen der Menschen gefunden. War die Offenbarung der Heiligen Schrift nicht stark genug, an ihn zu glauben? Warum drohende Worte und gar das Schwert? Wie zum Trotz las mir Martin vom Leben Jesu vor, der am Kreuz für die Menschen gestorben war, der Habgier und Rachsucht verdammte und verlangte, den Nächsten zu lieben, statt zu töten. Mich musste er von der Größe dieser Botschaft nicht überzeugen. Ich erzählte jetzt von dem schrecklichen Mord, der die Welt der Götter erschüttern sollte, ausgelöst durch den verschlagenen Loki. Begreifst du jetzt, was die Seherin mit dem kommenden Unglück meinte? Odins geliebter Sohn Balder muss bald sterben, denn auch in der Welt der Götter gibt es das Böse. Mit großer List verführt die Schlange Loki den blinden Hödur zu Untat. Odin sieht es kommen, die Seherin hat es ihm erzählt. Doch selbst der Höchste der Götter kann es nicht verhindern. Odin verliert seinen Sohn, den Liebling aller. Wir haben Götter, die fehlbar sind, die auch Schuld auf sich laden können und die außerdem nicht unsterblich sind. Und das ist der wesentliche Punkt. Und das unterscheidet ja dann wieder eben das Christentum so drastisch vom Heidentum. Denn diese Götter können vergehen. Das ist von vornherein drin angelegt. Auch im Balder-Mythos, diesem berühmten Mythos der altnordischen Mythologie, einer der unschuldigsten Götter überhaupt stirbt durch die Hand seines eigenen, allerdings blinden Bruders, angeleitet von diesem Trickster oder dämonischen Loki. Balders Leichnam wird in einem brennenden Schiff in die Totenwelt geschickt. Odin gibt in seinen Ring Draupnir mit auf den Weg, damit man ihn dort als König erkennt. Hel, die Göttin des Todes, verspricht, Balder dürfe heimkehren, wenn alle Toten und Lebenden um ihn weinten. So erzählt es die Seherin in ihrem Lied. Hier und da waren wir auf unserem Weg bereits auf einzelne gewaltige Steinsetzungen in Form von Schiffsrümpfen gestoßen, mit denen die Wikinger ihre Toten bestatteten. Doch als wir am nächsten Morgen den großen Fjord im Norden Jütlands erreichten, von wo aus wir ein Schiff nach Norwegen nehmen wollten, lag plötzlich etwas vor uns, das ohnegleichen war. Es war, als sei an diesem Ort einst eine ganze Flotte von Wikingerschiffen gestrandet und zu Stein geworden. Ein gigantischer Friedhof auf einer Anhöhe, viele hundert Gräber in Schiffsform, mit denen die Menschen der Wikingerzeit ihre Toten auf die letzte Reise geschickt haben. An der Ostseemündung des Limfjords im Norden Jütlands gelegen. Der istens Sten, der simpelthen aflejer i omegnen her, den har man simpelthen trukket herop. Das sind Findlinge aus der Eiszeit, die man mit Pferden und Schlitten auf diese Anhöhe gezogen und als Schiffsform gesetzt hat. Es ist die Zeit der Wikingerschiffe und es liegt daher nahe, dass die Gräber als Symbol für die Reise ins Totenreich stehen. Man glaubte, dass die Toten in eine andere Welt fuhren und legte Gaben dazu. Das unterscheidet es von den christlichen Begräbnissen. Es war eine Prestigefrage, was die Heiden mit auf die Reise in die Länder der Toten bekamen, wo man weiter existierte. Für reiche Häuptlinge Pferde und Waffen, sogar die Lieblingsfrau, oft mit einem ganzen Schiff verbrannt. Vieles haben Archäologen am Limfjord gefunden. So finden wir.
Wir finden Pfeilspitzen zum Beispiel für die Jagd in der anderen Welt. Und dann gibt es andere wunderschöne Beigaben. Das ist ein Thorshammer aus Bernstein. Wir sind ja noch in heidnischer Zeit und er symbolisiert Macht und den Schutz des Gottes. Er ist nicht sehr groß, aber aus dem Gold des Nordens, dem Bernstein. Die Germanen in der Eisenzeit begruben ihre Toten zum Teil noch in Särgen, so wie die Christen auch. Die Wikinger dagegen verbrennen die Verstorbenen auf Scheiterhaufen, die sie in den Schiffsgräbern vorbereitet haben. Alte Quellen erzählen, dass man jene, die man liebte und verehrte, nicht in die Erde legen wollte, wo die Würmer sie auffressen. So werden die Toten im Nu verbrannt, damit sie sofort ins Paradies zu Odin nach Valhalla eintreten können. Und so erzählt es die Seherin weiter. Gegen Ende der Zeit wird Unfrieden herrschen. Brüder fallen einander in den Rücken und der Sohn verschont seinen eigenen Vater nicht. Danach werden 3 Jahre kommen, die nur ein einziger langer Winter sind, genannt Fimbul. Nur Frost und Hungersnot. Der böse Gott Loki wird ein unheimliches Schiff auftakeln, das aus den ungeschnittenen Nägeln toter Menschen gebaut ist. Mit zerfetzten Segeln und einer Besatzung aus verwesten Leichen wird Loki mit diesem Schiff das Totenreich verlassen. Und die Midgard-Schlange wird sich aufs Land wälzen und gegen Thor kämpfen, den Herrn von Blitz und Donner und Beschützer der Menschen. Ragnarök ist das Endschicksal der Götter. Da kommen die Mächte der Unterwelt und treten zum Endkampf gegen die Götter und die mit ihnen verbundenen Kämpfer in Valhall an. Und da stellt sich heraus, dass die Götter eigentlich auf der Verliererseite sind. Sie werden zwar von den menschlichen Kriegern unterstützt, aber das ist zu wenig. An diesem letzten Tag führt Odin die toten Helden Valhallas in den letzten großen Kampf. Thor nützt selbst der Hammer Mjölnir nichts mehr. Er und die Midgard-Schlange bringen einander um. Odin wird gegen den Fenriswolf kämpfen. Und die Bestie wird ihn verschlingen, so die Weissagung. Und dies ist die schrecklichste Schlacht, die jemals in der Welt geschehen ist. Selbst Yggdrasil, der große Weltenbaum, steht nun in Flammen. Wenn der Feuersturm sich ausgetobt hat, versinken die verbrannten Reste der Erde im Meer. Die Sonne wird schwarz, Land sinkt ins Meer. Es stürzen vom Himmel die strahlenden Sterne. Es rast der Brandgeruch, wieder das Feuer. Die lodernde Lohe spielt hoch in den Himmel. So sprach die Seherin über das Ende der Welt. Niemand weiß, wann der Mythos vom Untergang der nordischen Götter einmal entstanden ist. Auch der Skalde, der die Völuspá, die Prophezeiung der Seherin, gedichtet hat, ist unbekannt geblieben. Was aber existiert, ist die älteste Handschrift dieser großartigen Dichtung. Sie stammt aus dem frühen Mittelalter, aus christlicher Zeit, und wird heute in Island als Nationalheiligtum gehütet. In ihren letzten Strophen steht, dass es nach dem Untergang bald wieder neues Leben geben wird. Die Welt danach, die kennen wir aus dem Christentum. Denn das himmlische Jerusalem ist natürlich im Jenseits zu finden. Das ist die Welt, auf die alle Christen hoffen. Vielleicht wollte man in diesem Gedicht oder der Autor des Gedichts auch den Heiden Hoffnung machen. Es ist mit Ragnarök, mit dem Untergang der Götter, noch nicht ganz zu Ende. Es geht weiter, es gibt eine neue Welt. Vielleicht gibt es auch dort neue Götter. Oder eben Christus.
Und das war also das Ende, nachdem die Welt in Flammen stand? Fragte mich Martin. Nein, sagte ich. Aus dem Meer wird sich eine neue Erde erheben. Mit Feldern, die ungesät Früchte tragen. Ein einziges Menschenpaar hat überlebt. Von diesen beiden wird ein neues Menschengeschlecht kommen. Es gibt also Hoffnung bei euren Göttern. Trotz allem, fragte Martin weiter. Die Mythen sagen uns, dass es immer Hoffnung gibt. Es war Spätsommer geworden, im Jahre 998 nach dem Kalender der Christen. Ein dänischer Kaufmann hatte Mönch, Martin und mich mit an Bord seines Schiffes genommen für die letzte Fahrt in den hohen Norden, bevor es stürmischer Herbst wurde. An Bord waren einige Sklaven, darunter eine keltische Mutter mit ihrem Sohn, die auf einen Bauernhof verkauft werden sollten. Das Schiff war mit Feuersteinen, Glasperlen und Waffen schwer beladen. Die tauschte der Kaufmann später gegen Tran, Speckstein, Vogelfedern und vor allem kostbare Pelze der norwegischen Händler ein, die er im großen Fjord im Süden des Landes treffen sollte. Wir hatten vom Krieg in Norwegen gehört, zwischen den alten Rivalen Olaf Tryggvason und dem Dänenkönig Sven, der nach dem Tode seines Vaters Harald Blauzahn an der Herrschaft über Skandinavien festhielt. So begann ein neues Abenteuer. Von Jütland aus segelten wir auf Norwegens Küste zu. Von dort wollten wir nordwestlich weiter bis zum sagenhaften Königssitz Avaldsnes. Ich hoffte, als Skalde willkommen zu sein, und Martin wollte seine Mission fortsetzen. Die zurückliegenden Ereignisse und die Geschichte von Ragnarök hatten dem Mönch schwer zu schaffen gemacht. Bis in seine Träume hinein verfolgte ihn der Verrat unter den Göttern und Odins schreckliches Ende. Wer gegen Ende des ersten Jahrtausends nach Norwegen kommt, reist in gefährlichen Zeiten. Der große Heerführer Olaf Tryggvason, der sich in England taufen ließ, ist 995 zurückgekehrt. Er lässt Håkon Jarl, den Vasallen des Dänenkönigs Sven, ermorden, wird selber König und beendet damit die Oberherrschaft der Dänen. Olaf benutzt das Christentum gezielt als Instrument der Machtpolitik über die heidnischen Stämme in Westnorwegen und beginnt das Land mit dem Schwert zu bekehren. So einzeln herumziehende Missionare, die ja relativ wenig Erfolg hatten oder vielleicht Erfolg hatten in beschränkten Rahmen, in einem Haushalt, auf einem Bauernhof, in einem Weiler etwa, die waren wahrscheinlich ziemlich deprimiert, dass der eigentliche Erfolg den Königen vorbehalten blieb, die mit einer Armee kamen und mit Feuer und mit Schwert missionierten. Auch wenn man das übertrieben hat, vielleicht in der Vergangenheit. Aber Olaf Tryggvason hat tatsächlich die Bauern in Westnorwegen vor die Wahl gestellt, erschlagen zu werden oder überzutreten. Und wenn ein Mönch das miterlebt hat, der gerade mit Mühe und Not und einem Winter voller Überzeugungsarbeit eine Familie zum Christentum gebracht hat, mit der Botschaft der Liebe und der Nächstenliebe und der Güte, dann muss ihn das geschmerzt haben, stelle ich mir vor. Zu Beginn des christlichen Mittelalters auf dem Kontinent ist Norwegen noch eine Terra incognita, ein fernes, unbekanntes Land. Bauern und Fischer leben an den zerklüfteten Küsten. Das felsige Innenland ist nahezu unbesiedelt. Die Armut der Menschen ist ein Grund für ihre Raubzüge als Wikinger,
die sich von hier aus gegen 800 erstmals auf den Weg machen. Schon seit der Bronzezeit hat es in Norwegen Kriegerfürsten gegeben, die in Diensten der Römer kämpfen und mit Reichtümern beladen wieder zurückkehren. Die Gefallenen werden nach heidnischem Brauch ins Totenreich der Götter geschickt, zu Odin nach Valhalla. Auf der Insel Karmøy, dicht vor der norwegischen Westküste, liegt der Ort Avaldsnes, so benannt nach dem mythischen König Ögvald, dem Beherrscher der Küste. Hier steht eine der ältesten Steinkirchen Norwegens, die St. Olaf-Kirche aus dem 13. Jahrhundert, die auf einem Grabhügel aus germanischer Zeit errichtet wurde. Der Grabhügel wurde 1835 geöffnet. Und man fand ein Häuptlingsgrab mit mehr Gold als bei jedem anderen Fund in ganz Skandinavien. Der Fürst in dem Grab trug diesen Halsring als Zeichen höchster Ehre und Wertschätzung. Er dürfte mit anderen germanischen Herrschern auf dem Kontinent und mit den Römern in engem Handelskontakt gewesen sein. Der nordgermanische Fürst, dessen Grabbeigaben die Archäologen in Avaldsnes gefunden haben, muss im 3. Jahrhundert nach Christus gelebt haben. Er ist durch Handel und Krieg im fernen Europa reich geworden und er kauft sich mit Gold die Treue der Häuptlinge in der weiten Umgebung. So gründet der heidnische Fürst das erste Machtzentrum in Rogaland, im Westen Norwegens. Das größte Geschenk aber für seine Gefolgsleute ist seine Tochter. Wer sie bekommt, wird einmal der neue Herrscher von Avaldsnes sein. Neben dem großen Grabhügel standen hier fünf riesige Bautasteine, lange Felsnadeln. Der höchste war 9 Meter. Es war eine heidnische Kultstätte aus dem 3. Jahrhundert, der jüngeren Römerzeit. Unter diesen 5 Bautasteinen könnte der Fürst mit seinem Gefolge den Göttern Opfer dargebracht haben. Einer dieser tonnenschweren Bautasteine ist an seinem alten Platz erhalten geblieben. Er steht neben der heutigen St. Olaf-Kirche, wie an die Mauer des Gotteshauses gelehnt. Der Beweis dafür, dass der Vorgängerbau dieser Kirche in Avaldsnes einst mitten auf der heidnischen Kultstätte errichtet worden sein muss. In einer altisländischen Königssaga aus dem hohen Mittelalter wird die Geschichte vom mächtigen Olaf Tryggvason erzählt, der mit harter Hand die Heiden bekehrt und in Avaldsnes neben dem Königshof eine Kirche bauen lässt. Olaf hat bereits an anderen Orten die Tempel der noch heidnischen Norweger zerstört und ihren Anführer Håkon Jarl getötet, der mit dem Feind, dem dänischen König Sven Gabelbart, verbündet ist. Auf dem Hügel in Avaldsnes hat Olaf die Häuptlinge von Rogaland zum Ting gebeten und zwingt sie zur Taufe. Den germanischen Grabhügel benennt er in Taufhügel um und errichtet gegen 998 die erste Kirche. Doch der Kampf zwischen den alten und den neuen Göttern ist noch nicht entschieden. Erik Jarl, der Sohn des ermordeten Håkon Jarl, schart die Anhänger Odins um sich. Hoch oben im Norden an der Mündung des Flusses Nida im Trondheimsfjord, um bald zum gewaltigen Gegenschlag auszuholen. Die Sage erzählt, sobald der Bautastein sich neige und die Kirchenwand berühre, werde der jüngste Tag kommen. Deshalb sind die Priester hier in Avaldsnes durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder auf die Spitze geklettert und haben Stücke abgeschlagen. Ihnen können wir also dafür dankbar sein, dass die Welt noch besteht. Unsere Reise mit dem Schiff und zu Fuß hatte 2 Wochen gedauert.
Selbst ich hatte noch nie eine derartige Landschaft gesehen. So archaisch und schön zugleich, wie aus dem unberührten Paradies entsprungen. Martin und ich waren von den Kämpfen zwischen den verfeindeten Norwegern verschont geblieben und erreichten endlich Avaldsnes. Schon von weit her sahen wir die Kirche König Olafs, dem ein zweifelhafter Ruf vorausging. An diesem Ort sollte in grauer Vorzeit der König Ögwald geherrscht haben, von dem es hieß, dass er seine Ahnen direkt bis auf den Riesen Ymir zurückverfolgen konnte, dem ersten lebenden Wesen nach der Schöpfung der Erde aus Feuer und Eis. Nun hatte König Olaf die heidnischen Götter aus Avaldsnes vertrieben. Viele Könige haben in Avaldsnes geherrscht. Die altisländischen Königssagas berichten, dass hier gegen 930 der Reichsgründer Westnorwegens, der legendäre Harald Schönhaar, stirbt. Harald hat als Kind geschworen, seine Haare so lange nicht schneiden zu lassen, bis er König geworden ist. Bei der Schlacht im Harsfjord besiegt er andere Wikingerhäuptlinge und vereint das wilde Land der Fjorde erstmals zu einem Reich. Doch es zerfällt bald wieder. Als Haralds Sohn Erich Blutaxt, König des englischen Wikingerreiches York, stirbt, übernehmen die Dänen die Macht in Norwegen. Bis Olaf Tryggvason kommt und mit ihm die Herrschaft des Weißen Christus. Die heidnische Religion bricht nicht zusammen, weil sie schlecht ist, sondern weil die Gesellschaft sich verändert. Der Wandel hin zu großen Königreichen verlangt nach einer neuen Religion mit einer Ideologie, die ein zentrales Oberhaupt legitimieren kann. Die christliche Kirche liefert das. Die Christianisierung des Nordens geschah in erster Linie aus machtpolitischen Gründen. Die altnordische Religion war ja sehr tolerant, eine sehr persönliche Religion. Mit dem Christentum konnte man Macht über die Gedanken der Menschen bekommen. Reichsgründung und Christianisierung sind zwei Seiten einer Medaille. In einer weiteren Saga über Olaf Tryggvason wird berichtet, dass er während eines Festes in Avaldsnes von einem alten, einäugigen Mann Besuch erhält, der damit prahlt, alles zu wissen, was in der Welt geschehe. Olaf stellt ihn auf die Probe und fragt, ob er auch wisse, welcher Herrscher Avaldsnes einst den Namen gab. Der alte Mann erzählt ihm daraufhin von König Ögwald, dessen Gebeine in einem der großen Grabhügel neben dem Königshof liegen. Und von der heiligen Kuh, der Ögwald Opfer darbrachte und die ihm stärkende Milch gab. Olaf ist verblüfft. Am nächsten Morgen ist der alte Mann nirgends zu finden. Er hat nur ein großes Stück Ochsenfleisch dagelassen, das vergiftet ist. So berichtet die Saga. Jetzt wusste Olaf Tryggvason, dass es Odin gewesen war, der kam, um ihn zu vergiften, weil er das Christentum nach Norwegen gebracht hatte. Olaf begann daraufhin, in den Hügeln zu graben und fand die Gebeine vom Sagenkönig Ögwald. Er fand auch die Knochen der heiligen Kuh. Das beweist zumindest, dass Olaf selber noch an die Existenz der heidnischen Mächte geglaubt hat und ihre Kraft nicht unterschätzte. Die Sagen berichten weiter, dass Olaf Tryggvason die Gebeine des Königs Ögwald als Beweis dafür nahm, dass Königsblut in seinen Adern floss. Stammte er nicht auch direkt von den Göttern ab? Denn schließlich hatten die alten Mächte das Geheimnis von Ögwalds Grab nur ihm berichtet. Die Gebeine ließ er in christlichen Boden betten. Noch eine christliche Legende trägt zum Ruhm Olafs als Vertreiber des Heidentums bei. Eines Tages sei ein Schiff mit Magiern nach Avaldsnes gekommen,
die Olaf verzaubern wollten, weil er den Christus anbetete. Doch der Zauber fiel über sie selbst. Olaf nahm sie gefangen, fesselte sie auf einer Sandbank und ließ sie durch die Flut ertränken. Es wird gesagt, dass Olaf Tryggvason auf diese Weise das Heidentum in Avaldsnes ertränkt hat. Aber das stimmt nicht, weil die Menschen noch lange Zeit an die heidnischen Mächte geglaubt haben, bis in unsere Tage. Meine Großmutter glaubte zum Beispiel noch fest an unterirdische Wesen, die kleine Ausgabe der Götter. Auf dem gefährlichen Weg durchs Gebirge, weiter nach Norden, konnten wir die Hilfe der alten Götter gut gebrauchen. Auch wenn mein Begleiter es weiter strikt ablehnte, ihre Existenz auch nur im Entferntesten anzunehmen. Wir Menschen der Wikingerzeit nannten es Sivaskipti, den Wandel der Sitten. Auch wenn wir nun den weißen Christus anbeteten, so war der Glaube an unsere alten Götter doch sehr lebendig geblieben. Sie standen uns in schwierigen Situationen bei, waren unsere Hausgötter, die wir zu jeder Zeit wegen schlechten Wetters, einer schlechten Ernte oder wegen einer gefahrvollen Reise anrufen konnten. Deshalb wechselten die Wikinger eigentlich sehr gelassen zum Christentum über. Christus war doch nur ein neuer Gott unter vielen. Doch das mochte Martin nicht hören. Wie viele Sommer und Winter sind seitdem nicht vergangen. Doch, Christus war für uns in dieser Zeit nur einer unter vielen Göttern, der gemeinsam mit Odin und Thor in Asgard in der Burg der Götter auf Island zu Hause sein konnte. Seine Botschaft von Güte und Nächstenliebe traf die Herzen der Menschen und machte Hoffnung. Ganz anders als die Gnadenlosigkeit der neuen Könige, die sie auf ihn beriefen. Vor Einbruch des Winters wollten wir zur Mündung des Flusses Nida gelangen, ins Tröndelag, wo sich Erik Jarl, der Sohn des ermordeten Håkon Jarl, mit seinem Heer aufhalten sollte. Dort wollte Martin die gute Kunde von Jesus Christus verbreiten und ich von dort im kommenden Frühjahr nach Island fahren. Mir war plötzlich, als wenn aus weiter Ferne ein zauberhafter Gesang zu uns wehte. In den altnordischen Liedern und Legenden ist häufig von Seherinnen die Rede, von zauberkundigen Frauen, die das Schicksal der Menschen vorhersehen können. Selbst dem Christenkönig Olaf wird als Skandinavier, später von deutschen Bischöfen angedichtet, er habe aus Vogelknochen die Zukunft vorausgesehen. Deshalb sein Name Tryggvason, was so viel heißt wie Krähenbein. An allen großen Wikingerhöfen im Norden hat es diese Seherinnen gegeben. Wie die Skalden, die fahrenden Dichter und Sänger auch. Schon die Germanen haben an die geheimen Kräfte dieser Frauen geglaubt und ihre Vorhersagen hoch geschätzt. Die christliche Kirche bekämpft mit allen Mitteln Magie und Zauberei, welche die Menschen auf Abwege bringen. Bischöfe und Priester versuchen, den Aberglauben aufzuspüren.
im christlichen System ist nicht wahnsinnig viel Platz für diese Seherinnen. Das heißt, man kann sich eigentlich nur vorstellen, dass die mit Zauberei operieren, um ihre Vorhersagen zu treffen. Und in der ganzen Missionszeit ist Prophezeiungen, Vorhersagen, alles, was mit Seherei zu tun hat, gehört zur Magie und wird auch bestraft. Ich spürte die Trolle und Zwerge, die uns von überall beobachteten. Sie versteckten sich hinter den Felsen und Bäumen. Mönch Martin war sich nun nicht mehr sicher. Er hatte zornig die Existenz von magischen Wesen bestritten. Gott hätte doch den Erzengel in die Welt gesetzt, um den Teufel ein für allemal zu vertreiben und alle Zauberei mit ihm. Man hatte uns von der schönen Ragnhild erzählt, der Schwester des Erik Jarl von Lade. Wir waren an dem großen Hof angelangt, der einst seinem Vater Håkon Jarl gehört hatte, den Olaf Tryggvason ermorden ließ, um die Macht in Norwegen an sich zu reißen. Nun konnte der Winter kommen. Wie so oft erzählte ich am Feuer wieder die Geschichte vom heulenden Wolf, der an seinen Ketten zerrt, bis die Fessel reißt, vom Gjallarhorn, das die Endzeit verkündet, und dem berstenden Stamm des Weltenbaums Yggdrasil. Und vom letzten Menschenpaar, das der Erde einst neues Leben geben wird, und von dem goldenen Saal zu Gimli, in dem die Treuen wohnen und immerwährende Wonne genießen. Als der Frühling kam, waren Ragnhild und ich ein Paar geworden. Der Mönch Martin dagegen hatte es nicht leicht. Man achtete ihn als Gast, aber er wurde häufig verspottet. Es musste ein merkwürdiger Gott sein, der von einer Jungfrau geboren wurde und dessen Vater man nicht sehen konnte. Vor allem lästerten die Bewohner des Hofes darüber, dass dieser Gott an ein Kreuz genagelt gewesen war und vom eigenen Vater verraten nicht wusste, wie er seine Feinde besiegen sollte. Still wurden die Menschen allerdings, wenn Bruder Martin vom himmlischen Paradies erzählte, in das alle Toten gelangten, wo ihre Seele immer in Kontakt mit der Welt der Lebenden stehen würde und dass man eines Tages sogar wieder neu geboren werde. Gewaltige Unwetter zogen auf. Wir ahnten, dass es nicht mehr lange so friedlich bleiben sollte. Im Gefolge Christus war ein neuer Dämon in unsere Welt gekommen. Im Sommer des Jahres 999 kommt König Olaf Tryggvason mit einer riesigen Flotte unter dem Schutz des Christengottes. Mit heiligen Messen an Bord der Schiffe und auf dem Schlachtfeld durch seinen Bischof Sigurd lässt er sich diesen Schutz immer wieder bestätigen. Er überfällt die Häfen der heidnischen Jarle an der norwegischen Westküste. Sein Hauptziel aber ist das Machtzentrum von Erik Jarl in Lade, am Ende des langen Fjords an der Mündung des Flusses Nida. Wikinger kämpfen wieder gegen Wikinger. Wochenlang wogt der Kampf, bis Tausende ihr Leben gelassen haben. Der siegreiche König Olaf wollte nun Ragnhild besitzen und zu seiner Frau machen. Sie wies ihn stolz ab.
und er nahm sie mit Gewalt. König Olaf Tryggvason ist unersättlich. Er will auch Island unter das Christentum zwingen und damit auf der Vulkan- und Gletscherinsel im nördlichen Atlantik seine Herrschaft etablieren. In Norwegen nimmt er die dort lebenden Isländer als Geisel und droht sie umzubringen, falls Island nicht zur kommenden Jahrtausendwende den Übertritt zum Christentum beschließt. Das spielte sicherlich mit auch eine Rolle, dass Olaf Tryggvason sich nicht nur als Bekehrer Norwegens, sondern auch als Bekehrer Islands fühlen wollte. Und deswegen da im Sommer 999 die Isländer, die sich in Norwegen aufhielten, einfach festsetzte oder in Geiselhaft nahm, um Druck auf das Althing in Island auszuüben. Und die wenigen, die er fahren ließ, bekamen die Botschaft mit, er lässt die alle töten, wenn Island nicht zum Christentum übertritt. Nur 140 Jahre zuvor, gegen 860, sind die ersten Siedler von Norwegen auf den 1500 Kilometer langen Seeweg nach Island aufgebrochen, als Verbannte oder Flüchtlinge, um dort eine neue Heimat zu finden. Die alten Sagas erzählen von drei Raben, die ihnen damals den Weg nach Island gezeigt haben. 8 Tage sollte unsere von häufigen Stürmen begleitete Überfahrt Richtung Nordwest dauern. Martin hatte für meine Ranghild an einem stillen Ort im Wald eine Totenmesse gegeben. Nach alter Sitte war sie verbrannt worden. Und wir waren Teil eines üblen Plans von Olaf Tryggvason geworden. Wir sollten dem Althing, dem alljährigen Gerichtstag der Isländer, am großen See im Westen der Insel, Olafs Forderung mit überbringen. Alle Familien auf den verstreut liegenden Höfen erkennen den weißen Christusgott an und schwören Odin ab. Oder er lässt ihre Angehörigen in Norwegen töten. Der Krieg war nun in der Urheimat der alten Götter angekommen. Die ersten Siedler haben auf Island nur unfruchtbares, ödes Land vorgefunden. Ackerbau und bescheidene Viehzucht ist allein zu Füßen der Lavaberge in den Küstenregionen möglich. In 1,5 Jahrhunderten hat sich ein besonders freies politisches und religiöses Leben entwickelt. Es gibt heidnische und christliche Siedler, die in Frieden miteinander leben. Aber es gibt auch Sklaven, vor allem aus Irland. Keltische Frauen, die als Beute von Wikingerzügen mitgebracht und auf Island die Mütter der kommenden Siedlergenerationen werden. Um das Jahr 1000 fällt durch Olaf Tryggvasons Forderung nach vollständiger Christianisierung politischer Druck und Endzeitstimmung zusammen. Man fürchtet, dass die Hekla, der gewaltige Vulkan der Insel, bald wieder ausbrechen wird. Erdbeben gibt es viele in diesen Jahren. Die Elite der Insel sind 39 Häuptlingspriester, die seit 930 einmal pro Jahr am Nordufer des Sees Thingvallavatn zur großen Versammlung, dem Althing, rufen. So haben es isländische Geschichtsschreiber im Buch von der Landnahme für die Nachwelt festgehalten. Die Ostküste Islands tauchte auf. Ich war nach langer Wanderschaft wieder nach Hause zurückgekehrt und fühlte mich innerlich wie tot. Mein Gefährte sollte nun das Land kennenlernen, in dem unsere Götter ihren Ursprung hatten. Martin hatte mich auf der Reise zu trösten versucht und immer wieder von Hoffnung gesprochen.
Nun erlebte er Naturgewalten jenseits vom Schutz seines Gottes. Hier war Hel, die Unterwelt, in den Klippen am Meer. Muspelheim lag am feuerspeienden Vulkan Hekla, der wochenlang den Himmel verdunkelte und alles Leben unter seiner Asche begrub. Utgard war in den feindlichen Bergwelten, die nun vor uns lagen. Ein schier endloser Weg lag vor uns. Durch Obygdir, wie die Menschen es nannten, das unbewohnte Land, wo das Dämonische in grauer Vorzeit zu Hause gewesen war. In den schroff abfallenden Schluchten der Fjorde hausten Tausende von Zwergen und Trollen, die unseren Weg verhindern wollten. Aber die sanften Elfen, die im Gras mit den Tieren lebten, beschützten uns Tag und Nacht. Es war, als hätte ein guter Gott befohlen, für uns zu sorgen. Hatte die Seherin nicht in ihrem Lied das Schicksal unverrückbar vorher bestimmt? Lange ist dies alles her. Vom Grollen des Vulkans Hekla in Panik versetzt, warteten die Menschen in Island auf das Weltende, das im Jahre 1000 nach der Geburt des Gottessohnes kommen sollte. Sie hatten begonnen, am Schutz der alten Götter allein zu zweifeln. Merkwürdige Amulette kamen in Umlauf. Thors Hammer und Christuskreuz in einer Gestalt. Etwa 50 Kilometer östlich von der heutigen isländischen Hauptstadt Reykjavik treffen in unmittelbarer Nähe des großen Sees Thingvallavatn die eurasische und die nordamerikanische Erdplatte aufeinander. An einer besonders markanten Stelle des Kontinentalgrabens haben die isländischen Häuptlinge vor nun bald 1100 Jahren das älteste Parlament der Welt begründet, das Althing. Der Graben zwischen den beiden Kontinenten ist eine etwa 6 Kilometer lange Schlucht, durchzogen von vielen Klüften. Etwa 4000 Menschen kommen hier jeden Sommer zusammen, um Gericht zu halten. Diesmal müssen sie sogar über ihre Götter abstimmen, gemäß der Drohung Olaf Tryggvasons, die ihnen von den Boten aus Norwegen überbracht wird. Ich erzählte Martin, dass das Althing auch der Turnierplatz der Streithähne war, die hier ihre Fehden auskämpften. Die Ehre des Mannes gebot, nichts auf sich sitzen zu lassen und selbst geringfügige Beleidigungen zu rächen. Tat der Wikinger das nicht, trug sein Leben für immer einen Makel. Wie hätte ich Ragnhilds Tod rächen können? Nun ist der Sommer des Jahres 1000 gekommen, in dem alle erwachsenen Männer Islands zum Althing am See Thingvallavatn aufbrechen. Auch die Christen, um über Olaf Tryggvasons Forderung zu beschließen. Die meisten Heiden wollen nicht von ihren Göttern lassen. Eine Entscheidung, die nach altem Brauch alle gemeinsam treffen müssen, steht in weiter Ferne. Nach vielen ergebnislosen Tagen beschließt die Versammlung, dass der heidnische Gesetzessprecher Thorgeir die Entscheidung für alle treffen solle. Der alte Mann zieht sich in sein Haus zurück und legt sich auf den Boden.
3 Tage und Nächte weilt er da, wartend auf die Eingebung, von welchem Gott auch immer. Am 4. Tag kommt er heraus und verkündet, dass von nun an auf Island an den christlichen Gott geglaubt werde, um des Friedens willen. Aber die Menschen dürfen einige ihrer heidnischen Bräuche beibehalten. 2 dieser Ausnahmen sind Kriterien, die sich aus der isländischen Lebenswirklichkeit notwendig ergeben haben. Nämlich einerseits, dass man das Pferdefleisch, das reichlich vorhanden ist, in einer Gesellschaft, die ohnehin immer so knapp vorm Verhungern steht, dass man dieses Fleisch einfach nicht verschwenden konnte. Und das Zweite ist, man hat nicht x-beliebige Neugeborene ausgesetzt, sondern man hat diejenigen ausgesetzt, die wahrscheinlich aufgrund irgendwelcher Behinderungen oder vermuteter Behinderungen, die können auch eingebildete Behinderungen gewesen sein, dass man denkt, ein Kind ist fluchbeladen oder so etwas, dass man die ausgesetzt hat, um das Überleben der Gesamtfamilie nicht zu gefährden. Weil einen unnützen Esser durchzufüttern jeden Winter, konnte man sich in so einer prekären Situation wie in Island eigentlich gar nicht erlauben. Außerdem bleibt es erlaubt, Erwachsene in den heißen Quellen zu taufen und in den Häusern, im Geheimen, weiter den Göttern zu opfern. Eine bescheidene Kirche steht heute an jenem Ort, an dem ein ganzes Wikingervolk vor 1000 Jahren durch Parlamentsbeschluss das Christentum angenommen hat, mehr oder weniger freiwillig. Dieser Parlamentsbeschluss hat ja nicht bedeutet, dass jetzt plötzlich alle Leute Christen waren, sondern es heißt nur, christliche Gesetze gelten und im Großen und Ganzen müsste man ab jetzt Kinder taufen lassen. Auf ganz Island gab es dafür nicht annähernd die Priester. Es gab auch nicht genug Priester für eine flächendeckende sakramentale Betreuung, geschweige denn, dass man Messen lesen konnten, aber auch um die Menschen zu taufen, christlich zu verheiraten oder auch nur zu begraben, von den anderen Sakramenten ganz abgesehen. Dafür gab es also in den ersten 50 Jahren nicht die Möglichkeit. Im Herbst des Jahres 1000 war die Kunde endlich auch nach Island gedrungen. Bei einer gewaltigen Seeschlacht in Svolda in der Ostsee war Olaf Tryggvason schwer verwundet worden. Um nicht in Gefangenschaft seines Feindes Sven Gabelbart aus Dänemark zu geraten, war der stolze Tyrann mit seiner Rüstung in die See gesprungen und jämmerlich ertrunken. Jetzt schreiben wir bereits das Jahr 1050. Viele Kriege sind seit damals noch geschehen. Bald werden wir Wikinger mit unseren Göttern für immer verschwunden sein. Ich habe schon lange aufgehört, wie damals als junger Skalde von Hof zu ziehen. Auch wenn meine Erinnerungen noch wach sind, bin ich sehr müde geworden. Mein Gefährte von einst, Bruder Martin, hatte Island kurz nach der Zeitenwende verlassen und sich zurück in seine Heimat am großen Fluss Elbe begeben. Ich habe meinen Auftrag jetzt erfüllt. Ich widme diese Schrift den Menschen, die nach mir kommen. Also ich glaube nicht, dass das Heidentum von sich heraus gestorben ist, weil es für den Untergang reif war, sondern ich glaube, dass das Heidentum eben an diesem Konflikt mit dem Christentum untergegangen ist. Und wenn das Christentum nicht in den Norden fortgedrungen wäre, dann hätte das Heidentum wahrscheinlich noch Jahrhunderte bestanden. Es war nicht eine Religion, die am Ende war, wie man es manchmal darstellen wird, sondern es war eine Religion, die lebendig war, die ihre Verehrer hatte, die, wie gesagt, regionale Abweichungen tolerierte und deswegen auch offen war und deswegen eigentlich auch ganz gut funktionierte. In unseren Mythen wurden die Götter einst zu Menschen, dann vergingen sie. So schloss sich der Kreislauf von Zeit und Macht.
Ich hoffe, es werden einmal neue Götter kommen, die unsere Welt so einrichten, dass die Menschen wieder friedlich in Fülle und Harmonie leben können. Wieder zu Beutezügen des Dänen Sven Gabelbart gegen England, bis dieser dort als König anerkannt wird. Trotz der Überfälle und Kriege infolge unstabiler Machtkonstellationen fahren Händler aus ganz Nordeuropa regelmäßig ihre Routen über Atlantik und Ostsee. Nach zwei Nächten auf hoher See lag im Sommer 997 die Ankunft im sagenhaften Haithabu vor mir. Jene geschützte Siedlung, an einem Meeresarm gelegen, der sich weit in das Landesinnere einer Halbinsel zwischen Nord- und Ostsee zog. Genau hier verlief damals die Grenze zwischen den heidnischen Stämmen im Norden und dem großen Reich der Christen im Süden, das von den deutschen Kaisern beherrscht wurde. Der Ruf Haithabus war zwiespältig. Barbarisch und schmutzig sollte dieser Ort sein, wo Tieropfer an Pfählen vor den Häusern hingen und Händler ausschweifende Orgien mit Sklavinnen feierten. Ich erlebte die Stadt als friedlichen Ort. Selbst Kaufleute aus dem fernen Morgenland waren angereist, um ihre Waren mit den Wikingern zu tauschen. Es wird ein ruhiges Treiben gewesen sein und man wird sicherlich im Hafen viele Schiffe gesehen haben, die jahreszeitlich bedingt an einem der Stege festgemacht hatten. Man wird ganz unterschiedliche Stimmen und Sprachen gehört haben. Da ist ein slawisches Schiff mit Leuten, die ganz anders sprechen, als ein Schiff, das zum Beispiel aus Nordnorwegen gekommen ist. Haithabu ist 808 vom Dänenkönig Gottfried gegründet und schon bald darauf ein wichtiger Handelsplatz geworden, an der Südflanke des weitgehend noch heidnischen Skandinaviens. Den archaisch klingenden Namen des Ortes überliefern zwei Runensteine, die im 10. Jahrhundert in seiner unmittelbaren Nähe aufgestellt worden sind. Einen von ihnen, den sogenannten Skarti-Stein, lässt der dänische König Sven Gabelbart zum Andenken an einen Gefährten anfertigen, der nach einem Raubzug in England hier in Haithabu gestorben ist. Skarti, der den Tod fand in Hithabu, hat der Runenmeister in den Stein gemeißelt. Bereits 150 Jahre zuvor, gegen 850, hat König Rorik dem Hamburger Bischof Ansgar erlaubt, in Haithabu eine Kirche zu bauen, damit, so heißt es in alten Quellen, christliche Kaufleute diesen Ort unbekümmert aufsuchen und sich unbehelligt fühlen können. Die Kirche fällt späteren heidnischen Zerstörungen zum Opfer. Nur eine Glocke ist erhalten geblieben. Sie wurde 1978 bei Ausgrabungen im Hafen von Haithabu gefunden. Gegen 950 entsteht erneut eine Kirche in Haithabu. Weitere Funde belegen, wie der allmähliche Glaubensübertritt im einst nördlichsten Vorposten der Christen in Skandinavien verlief. Das ist ein silberner Torshammer, also im Ursprung ein heidnisches Amulett, das jemand trägt, der sich den Gott Tor zum Schutze wünscht. Nun finden wir aber eingraviert ein christliches Kreuz auf diesem Amulett. Das lässt sich sehr unterschiedlich interpretieren. Möglicherweise sichern einige sich einfach doppelt ab, weil sie meinen, doppelt hält besser. Kurz nach meinem Eintreffen in Haithabu war er mir aufgefallen, der seltsame junge Mönch,
der offenbar wie ich ein Neuankömmling war. Bruder Martin war sehr ängstlich und oft allein für sich. Wie ich bald erfuhr, war er wegen seines ungehörigen Lebenswandels zur Strafe vom Bischof aus dem nahen Hamburg hierher geschickt worden, um sich neu zu bewähren. Später sollte er weiter in den Norden ziehen, um die Kunde vom Christusgott zu verbreiten und die Heiden zu bekehren. Der Bischof hatte Bruder Martin vor den Frauen der Wikinger und deren freizügiger Begierde gewarnt und ihnen gesagt, er werde durch Gottes Auge immer sehen können, was geschehe. Besonders die Frauen kamen nun in Scharen in seine Kirche, um von dem einen Gott und seiner Barmherzigkeit zu hören. Ich war verblüfft, wie stark die Botschaft der Bibel auf die Gemüter der Menschen wirken konnte, die im Alltag noch ganz in ihrem Glauben an Thor, Odin und Freya verankert waren. Das Christentum hat dieses Sinnangebot des Jenseits, dass wir eine klare Vorstellung haben, was passiert im Jenseits. Es gibt ein Gericht nach dem Tod und dort wird danach entschieden, ob man gute Taten im Diesseits gesetzt hat oder böse, was mit einem im Jenseits passiert. Im Heidentum fehlt das völlig. Wir wissen nicht genau, wo man hinkommt, ob man nach Walhall kommt oder nur nach Hel oder in das Reich der Ran. Und vor allem spielt es eigentlich keine Rolle, ob man im Diesseits ein guter Mensch war oder ein böser Mensch war. Das Einzige, wo man es ein bisschen dran aufhängen könnte, ist, es gibt diesen Glauben daran, dass es eine Rolle spielt, ob man einen guten Ruf bewahrt hat, ob einem die gute Nachrede nach dem Tod bewahrt bleibt. Ich hatte mich entschlossen, den Winter über in Heiterbu zu bleiben und auf Einladung der Wikingerhäuptlinge und Händler aus dem Norden an den langen, dunklen Abenden von den Sagen und Mythen der heidnischen Götter zu erzählen. Selbst jene Frauen, die zu christlichen Kulten in die Kirche gingen, kamen zu mir, um wieder von den Prophezeiungen der Seherin zu hören, von Ragnarök, der Götterdämmerung. Jene Geschichte also, als die Esche Yggdrasil nach dem Kampf der Götter und dem Versagen der Menschen zu welken beginnt. Jene Geschichte, als sich die dämonischen Riesen erheben und der furchtbare Höllenhund an seinen Ketten zerrt, bis sie schließlich zerspringen und das Untier den göttlichen Odin verschlingt. Selbst der Göttervater kann dem Schicksal nicht entrinnen. In der frühen Christenheit ist das Glockenläuten Signal zur Abwehr heidnischer Dämonen. Und noch etwas bringen die Mönche für ihren Glaubensritus in den Norden mit, das die Menschen in Skandinavien in ihrer rein mündlichen Kultur nicht kennen. Es ist die Heilige Schrift. In dem Buch der Bücher offenbart sich für die Christen Gott selbst. Es erzählt immer dieselbe Geschichte von Sünde, Barmherzigkeit und Gnade. So steht es in der Bibel, egal ob man in Island oder in Deutschland oder auf dem Balkan war. Diese Geschichten wurden überall mehr oder weniger gleich wiedergegeben. Das Heidentum hatte nichts Vergleichbares. Darum stehen wir vor dem Riesenproblem, dass wir eine germanische Mythologie haben, die zu einem gewissen Grad von den Goten auf dem Balkan bis zu den Vandalen in Nordafrika und den Briten, also nicht den Briten, sondern Angelsachsen in Britannien und den Norwegern und Isländern überall gleiche Wurzeln hatte, aber ganz, ganz unterschiedliche Ausformungen. Als das Frühjahr kam, wurde meine Traurigkeit und die Sehnsucht nach Island wieder groß. Ich gab mich jetzt häufiger dem Biergenuss hin, sang lauthals Spottlieder auf die Götter und besuchte die freizügigen Badehäuser der Stadt, um mich abzulenken. Was mir nicht gut bekam.
Wie viele Sommer und Winter sind seitdem nicht vergangen? Als unsere alte Welt sich aufzulösen begann und neue Werte und Mächte unser Leben bestimmten, ich ahnte nicht, was das Schicksal mir bringen sollte. Ich spürte aber, dass der Zeitpunkt gekommen war, das geschützte Haithabu zu verlassen und begab mich auf eine abenteuerliche Reise, die sehr lange dauern und mich in die schönsten und zugleich gefährlichsten Regionen des Nordens bringen sollte. Mit Mönch Martin hatte ich überraschend einen Gefährten gefunden, angelockt durch seine Schriftkenntnisse, die mich faszinierten und die ich unbedingt von ihm lernen wollte. Und er brauchte mich als Führer und Beschützer seiner Mission, die er nun mutig als treuer Diener Christus antreten wollte. Der Landweg nach Norden ist in Jütland damals die uralte Heerstraße, der für Christus ein besserer Gott als Odin ist. Ein Wunder muss her. Auf vergoldeten Bronzeplatten aus dem 11. Jahrhundert wird die Bekehrungslegende Harald Blauzahns wie in einem Bilderbuch erzählt. Demnach hat einst der deutsche Bischof Poppo den dänischen König besucht. Während eines Festes prahlt Harald damit, dass die heidnischen Götter größere Wunder zustande bringen würden als Christus. Als Poppo widerspricht, befiehlt Harald ihm, einen glühenden Eisenhandschuh anzulegen. Dann könne man ja sehen, was sein Gott vermag. Doch Poppos Hand bleibt völlig unbeschadet. Dieses Wunder überzeugt nicht nur König Harald so sehr, dass er sich taufen lässt, auch sein Volk muss ihm nun folgen und den neuen Glauben annehmen. Damit ist der Vormarsch des deutschen Kaisers gestoppt und Haithabu wieder frei. So, wir haben sowohl den politischen Presset von dem deutsch-römischen Kaiserreich und so den religiösen. Es ist also der politische wie auch der religiöse Druck, der Harald für den neuen Gott empfänglich macht. Der kann mehr als Thor und Odin. Das, so glaube ich, sind die beiden Seiten der Geschichte. Nachdem Harald den Runenstein in Jelling gesetzt hat, dauert es nicht lange, bis er im Süden Haithabu zur Festung ausbaut, gegen die Deutschen. Er weiß eben genau, dass es noch mindestens eine Generation dauern wird, bis die Dänen den neuen Gott, den weißen Christus, akzeptiert haben. Harald stellt den großen Runenstein auch zur Ermahnung seiner Untertanen auf und lässt einen Christus in die andere Seite des Steins meißeln, der nicht als Gekreuzigter, sondern als Siegender daherkommt. Kein Dornenkranz umschlingt sein Haupt, sondern die Krone eines Königs. Harald und Christus stehen nun gemeinsam für die Macht in Dänemark. Nur wenige Jahre vor seiner Taufe hat König Harald seinen Vater Gorm noch heidnisch in einem der beiden großen Grabhügel in Jelling bestattet. Gegen 970 lässt er die Gebeine Gorms ausgraben und in der neuen Kirche beisetzen, mit zahlreichen Gaben. Der tote Urkönig soll zum zweiten Mal auf Reise gehen, statt nach Valhalla ins himmlische Paradies. Und wenn man kicker på det lille bæger her, så har vi faktisk. Auf diesem kleinen Becher sehen wir praktisch Heidentum und Christentum nebeneinander. Hier sind zwei Tierornamente eingraviert, die in einem winzigen Altar ranken, der an der Vorderseite mit Trauben geschmückt ist. Das Symbol für Christus. Als Gorm umgebettet wird, bekommt er diesen kleinen Becher als Grabbeigabe, um zu unterstreichen, dass man hier christlich ist. Der Mönch Martin war sehr nachdenklich geworden. Nicht nur durch Liebe hatte sein Gott den Weg in die Herzen der Menschen gefunden. War die Offenbarung der Heiligen Schrift nicht stark genug, an ihn zu glauben? Warum drohende Worte und gar das Schwert?
Wie zum Trotz las mir Martin vom Leben Jesu vor, der am Kreuz für die Menschen gestorben war, der Habgier und Rachsucht verdammte und verlangte, den Nächsten zu lieben, statt zu töten. Mich musste er von der Größe dieser Botschaft nicht überzeugen. Ich erzählte jetzt von dem schrecklichen Mord, der die Welt der Götter erschüttern sollte, ausgelöst durch den verschlagenen Loki. Begreifst du jetzt, was die Seherin mit dem kommenden Unglück meinte? Odins geliebter Sohn Balder muss bald sterben, denn auch in der Welt der Götter gibt es das Böse. Mit großer List verführt die Schlange Loki den blinden Hödur zu Untat. Odin sieht es kommen, die Seherin hat es ihm erzählt. Doch selbst der Höchste der Götter kann es nicht verhindern. Odin verliert seinen Sohn, den Liebling aller. Wir haben Götter, die fehlbar sind, die auch Schuld auf sich laden können und die außerdem nicht unsterblich sind. Und das ist der wesentliche Punkt. Und das unterscheidet ja dann wieder eben das Christentum so drastisch vom Heidentum. Denn diese Götter können vergehen. Das ist von vornherein drin angelegt. Auch im Balder-Mythos, diesem berühmten Mythos der altnordischen Mythologie, einer der unschuldigsten Götter überhaupt stirbt durch die Hand seines eigenen, allerdings blinden Bruders, angeleitet von diesem Trickster oder dämonischen Loki. Balders Leichnam wird in einem brennenden Schiff in die Totenwelt geschickt. Odin gibt in seinen Ring Draupnir mit auf den Weg, damit man ihn dort als König erkennt. Hel, die Göttin des Todes, verspricht, Balder dürfe heimkehren, wenn alle Toten und Lebenden um ihn weinten. So erzählt es die Seherin in ihrem Lied. Hier und da waren wir auf unserem Weg bereits auf einzelne gewaltige Steinsetzungen in Form von Schiffsrümpfen gestoßen, mit denen die Wikinger ihre Toten bestatteten. Doch als wir am nächsten Morgen den großen Fjord im Norden Jütlands erreichten, von wo aus wir ein Schiff nach Norwegen nehmen wollten, lag plötzlich etwas vor uns, das ohnegleichen war. Es war, als sei an diesem Ort einst eine ganze Flotte von Wikingerschiffen gestrandet und zu Stein geworden. Ein gigantischer Friedhof auf einer Anhöhe, viele hundert Gräber in Schiffsform, mit denen die Menschen der Wikingerzeit ihre Toten auf die letzte Reise geschickt haben. An der Ostseemündung des Limfjords im Norden Jütlands gelegen. Det er istidens sten, der simpelthen aflejer i omegnen her. Der var man simpelthen trukket herop. Das sind Findlinge aus der Eiszeit, die man mit Pferden und Schlitten auf diese Anhöhe gezogen und als Schiffsform gesetzt hat. Es ist die Zeit der Wikingerschiffe und es liegt daher nahe, dass die Gräber als Symbol für die Reise ins Totenreich stehen. Man glaubte, dass die Toten in eine andere Welt fuhren und legte Gaben dazu. Das unterscheidet es von den christlichen Begräbnissen. Es war eine Prestigefrage, was die Heiden mit auf die Reise in die Länder der Toten bekamen, wo man weiter existierte. Für reiche Häuptlinge Pferde und Waffen, sogar die Lieblingsfrau, oft mit einem ganzen Schiff verbrannt. Vieles haben Archäologen am Limfjord gefunden. Wir finden Pfeilspitzen zum Beispiel, für die Jagd in der anderen Welt. Und dann gibt es andere wunderschöne Beigaben. Das ist ein Thorshammer aus Bernstein. Wir sind ja noch in heidnischer Zeit und er symbolisiert Macht und den Schutz des Gottes. Er ist nicht sehr groß, aber aus dem Gold des Nordens, dem Bernstein.
Die Germanen in der Eisenzeit begruben ihre Toten zum Teil noch in Särgen, so wie die Christen auch. Die Wikinger dagegen verbrennen die Verstorbenen auf Scheiterhaufen, die sie in den Schiffsgräbern vorbereitet haben. Alte Quellen erzählen, dass man jene, die man liebte und verehrte, nicht in die Erde legen wollte, wo die Würmer sie auffressen. So werden die Toten im Nu verbrannt, damit sie sofort ins Paradies zu Odin nach Valhalla eintreten können. Und so erzählt es die Seherin weiter. Gegen Ende der Zeit wird Unfrieden herrschen. Brüder fallen einander in den Rücken und der Sohn verschont seinen eigenen Vater nicht. Danach werden 3 Jahre kommen, die nur ein einziger langer Winter sind, genannt Fimbul, nur Frost und Hungersnot. Der böse Gott Loki wird ein unheimliches Schiff auftakeln, das aus den ungeschnittenen Nägeln toter Menschen gebaut ist. Mit zerfetzten Segeln und einer Besatzung aus verwesten Leichen wird Loki mit diesem Schiff das Totenreich verlassen. Und die Midgard-Schlange wird sich aufs Land wälzen und gegen Thor kämpfen, den Herrn von Blitz und Donner und Beschützer der Menschen. Ragnarök ist das Endschicksal der Götter. Da kommen die Mächte der Unterwelt und treten zum Endkampf gegen die Götter und die mit ihnen verbundenen Kämpfer in Valhall an. Und da stellt sich heraus, dass die Götter eigentlich auf der Verliererseite sind. Sie werden zwar von den menschlichen Kriegern unterstützt, aber das ist zu wenig. An diesem letzten Tag führt Odin die toten Helden Valhallas in den letzten großen Kampf. Thor nützt selbst der Hammer Mjölnir nichts mehr. Er und die Midgard-Schlange bringen einander um. Odin wird gegen den Fenriswolf kämpfen. Und die Bestie wird ihn verschlingen. So die Weissagung. Und dies ist die schrecklichste Schlacht, die jemals in der Welt geschehen ist. Selbst Yggdrasil, der große Weltenbaum, steht nun in Flammen. Wenn der Feuersturm sich ausgetobt hat, versinken die verbrannten Reste der Erde im Meer. Die Sonne wird schwarz, Land sinkt ins Meer. Es stürzen vom Himmel die strahlenden Sterne. Es rast der Brandgeruch, wieder das Feuer. Die lodernde Lohe spielt hoch in den Himmel. So sprach die Seherin über das Ende der Welt. Niemand weiß, wann der Mythos vom Untergang der nordischen Götter einmal entstanden ist. Auch der Skalde, der die Völuspá, die Prophezeiung der Seherin, gedichtet hat, ist unbekannt geblieben. Was aber existiert, ist die älteste Handschrift dieser großartigen Dichtung. Sie stammt aus dem frühen Mittelalter, aus christlicher Zeit, und wird heute in Island als Nationalheiligtum gehütet. In ihren letzten Strophen steht, dass es nach dem Untergang bald wieder neues Leben geben wird. Die Welt danach, die kennen wir aus dem Christentum. Denn das himmlische Jerusalem ist natürlich im Jenseits zu finden. Das ist die Welt, auf die alle Christen hoffen. Vielleicht wollte man in diesem Gedicht oder der Autor des Gedichts auch den Heiden Hoffnung machen. Es ist mit Ragnarök, mit dem Untergang der Götter, noch nicht ganz zu Ende. Es geht weiter, es gibt eine neue Welt. Vielleicht gibt es auch dort neue Götter. Oder eben Christus. Und das war also das Ende, nachdem die Welt in Flammen stand? Fragte mich Martin. Nein, sagte ich. Aus dem Meer wird sich eine neue Erde erheben, mit Feldern, die ungesät Früchte tragen. Ein einziges Menschenpaar hat überlebt. Von diesen beiden wird ein neues Menschengeschlecht kommen. Es gibt also Hoffnung bei euren Göttern, trotz allem, fragte Martin weiter. Die Mythen sagen uns,
dass es immer Hoffnung gibt. Es war Spätsommer geworden, im Jahre 998 nach dem Kalender der Christen. Ein dänischer Kaufmann hatte Mönch, Martin und mich mit an Bord seines Schiffes genommen für die letzte Fahrt in den hohen Norden, bevor es stürmischer Herbst wurde. An Bord waren einige Sklaven, darunter eine keltische Mutter mit ihrem Sohn, die auf einen Bauernhof verkauft werden sollten. Das Schiff war mit Feuersteinen, Glasperlen und Waffen schwer beladen. Die tauschte der Kaufmann später gegen Tran, Speckstein, Vogelfedern und vor allem kostbare Pelze der norwegischen Händler ein, die er im großen Fjord im Süden des Landes treffen sollte. Wir hatten vom Krieg in Norwegen gehört, zwischen den alten Rivalen Olaf Tryggvason und dem Dänen König Sven, der nach dem Tode seines Vaters Harald Blauzahn an der Herrschaft über Skandinavien festhielt. So begann ein neues Abenteuer. Von Jütland aus segelten wir auf Norwegens Küste zu. Von dort wollten wir nordwestlich weiter bis zum sagenhaften Königssitz Avaldsnes. Ich hoffte, als Skalde willkommen zu sein, und Martin wollte seine Mission fortsetzen. Die zurückliegenden Ereignisse und die Geschichte von Ragnarök hatten dem Mönch schwer zu schaffen gemacht. Bis in seine Träume hinein verfolgte ihn der Verrat unter den Göttern und Odins schreckliches Ende. Wer gegen Ende des ersten Jahrtausends nach Norwegen kommt, reist in gefährlichen Zeiten. Der große Heerführer Olaf Tryggvason, der sich in England taufen ließ, ist 995 zurückgekehrt. Er lässt Håkon Jarl, den Vasallen des Dänenkönigs Sven, ermorden, wird selber König und beendet damit die Oberherrschaft der Dänen. Olaf benutzt das Christentum gezielt als Instrument der Machtpolitik über die heidnischen Stämme in Westnorwegen und beginnt das Land mit dem Schwert zu bekehren. So einzeln herumziehende Missionare, die ja relativ wenig Erfolg hatten oder vielleicht Erfolg hatten in beschränkten Rahmen, in einem Haushalt, auf einem Bauernhof, in einem Weiler etwa, die waren wahrscheinlich ziemlich deprimiert, dass der eigentliche Erfolg den Königen vorbehalten blieb, die mit einer Armee kamen und mit Feuer und mit Schwert missionierten. Auch wenn man das übertrieben hat, vielleicht in der Vergangenheit. Aber Olaf Tryggvason hat tatsächlich die Bauern in Westnorwegen vor die Wahl gestellt, erschlagen zu werden oder überzutreten. Und wenn ein Mönch das miterlebt hat, der gerade mit Mühe und Not und einem Winter voller Überzeugungsarbeit eine Familie zum Christentum gebracht hat, mit der Botschaft der Liebe und der Nächstenliebe und der Güte, dann muss ihn das geschmerzt haben, stelle ich mir vor. Zu Beginn des christlichen Mittelalters auf dem Kontinent ist Norwegen noch eine Terra incognita, ein fernes, unbekanntes Land. Bauern und Fischer leben an den zerklüfteten Küsten. Das felsige Innenland ist nahezu unbesiedelt. Die Armut der Menschen ist ein Grund für ihre Raubzüge als Wikinger, die sich von hier aus gegen 800 erstmals auf den Weg machen. Schon seit der Bronzezeit hat es in Norwegen Kriegerfürsten gegeben, die in Diensten der Römer kämpfen und mit Reichtümern beladen wieder zurückkehren. Die Gefallenen werden nach heidnischem Brauch ins Totenreich der Götter geschickt, zu Odin nach Valhalla. Auf der Insel Karmøy, dicht vor der norwegischen Westküste, liegt der Ort Avaldsnes, so benannt nach dem mythischen König Ögvald, dem Beherrscher der Küste.
Hier steht eine der ältesten Steinkirchen Norwegens, die St. Olaf-Kirche aus dem 13. Jahrhundert, die auf einem Grabhügel aus germanischer Zeit errichtet wurde. Der Grabhügel wurde 1835 geöffnet und man fand ein Häuptlingsgrab mit mehr Gold als bei jedem anderen Fund in ganz Skandinavien. Der Fürst in dem Grab trug diesen Halsring als Zeichen höchster Ehre und Wertschätzung. Er dürfte mit anderen germanischen Herrschern auf dem Kontinent und mit den Römern in engem Handelskontakt gewesen sein. Der nordgermanische Fürst, dessen Grabbeigaben die Archäologen in Avaldsnes gefunden haben, muss im 3. Jahrhundert nach Christus gelebt haben. Er ist durch Handel und Krieg im fernen Europa reich geworden und er kauft sich mit Gold die Treue der Häuptlinge in der weiten Umgebung. So gründet der heidnische Fürst das erste Machtzentrum in Rogaland, im Westen Norwegens. Das größte Geschenk aber für seine Gefolgsleute ist seine Tochter. Wer sie bekommt, wird einmal der neue Herrscher von Avaldsnes sein. Neben dem großen Grabhügel standen hier fünf riesige Bautasteine, lange Felsnadeln. Der höchste war 9 Meter. Es war eine heidnische Kultstätte aus dem 3. Jahrhundert, der jüngeren Römerzeit. Unter diesen 5 Bautasteinen könnte der Fürst mit seinem Gefolge den Göttern Opfer dargebracht haben. Einer dieser tonnenschweren Bautasteine ist an seinem alten Platz erhalten geblieben. Er steht neben der heutigen St. Olaf-Kirche, wie an die Mauer des Gotteshauses gelehnt. Zeit war es, da Ymir hauste. Es gab weder Sand, noch Meer, noch kühle Wogen. Weder Erde, noch Himmel darüber. Nur das gähnende Nichts. Nirgends Gras. So sprach es einst die Seherin über den Anfang der Welt. Eine Welt nur aus Feuer und Eis. Und dazwischen das große Nichts, die Nungagap, das den Urriesen Ymir gebar. Aus ihm entsprangen alle Kräfte der Natur, die Bösen und die Guten. Utgard hieß das Reich der Riesen. In den Wolken über der Finsternis lag Asgard, das Reich der Götter. Sie erschlugen den Riesen Ymir und erschufen aus seinem Leib die Erde. So erzählte es das Lied der Seherin. Dann pflanzten sie den Weltenbaum Yggdrasil, wo sich die Götter zum Gericht versammelten. Odin, der mächtigste von ihnen, fand 2 Baumstämme, hauchte ihnen seinen Atem ein. So kam das erste Menschenpaar auf die Welt. Ask und Embla waren ihre Namen. Nun wand sich das Leben um den Tod, so wie sich der Tod um das Leben wand. Denn es kam Sturmzeit. Wolfszeit. Kriege überzogen die Welt. Götter und Menschen kämpften bald den letzten Kampf gegen die Riesen und die Ungeheuer der Unterwelt.
Niemand konnte dem Schicksal entrinnen. Auch Odin nicht. Es war Ragnarök, die Götterdämmerung. Niemand weiß, wann der Mythos von Ragnarök, vom Untergang der nordischen Götter, entstanden ist. Um 1200 nach Christus schreiben im abgelegenen Island wandernde Sänger, die Skalden genannt werden, die Mythen der heidnischen Germanen erstmals auf. Seit uralter Zeit sind sie nur mündlich überliefert worden. Einer dieser Skalden hat die Völuspa, die Prophezeiung der Seherin, aufs Pergament gebracht. In 66 magisch klingenden Strophen erzählt die Völuspa eindringlich von der Götterdämmerung, dem Untergang der Welt, prophezeit aber auch, dass es bald wieder neues Leben geben werde. Das berühmteste der germanischen Götterlieder hat man gemeinsam mit der Edda, der mittelalterlichen Sammlung isländischer Dichtkunst, erst im 17. Jahrhundert wiederentdeckt. Vom fernen Island im Nordatlantik reisen die Skalden an die Höfe der Wikingerkönige in Skandinavien und England, folgen ihnen mit ihren Liedern auf Raubzügen quer durch Europa. Die Skalden halten die Mythen, selbst als das Christentum die heidnische Religion auszulöschen beginnt. Das Land aus Eis und Feuer am Ende der Welt mit seinen Vulkanen, Gletschern und Geysiren. Hier finden die Mythen der Germanen den stärksten Niederschlag. Für die ersten Siedler, die gegen 860 aus Norwegen kommen, muss Island die wahre Heimstatt der Riesen, Zwerge und Götter gewesen sein. Ein Sagenreich, das von bösen Mächten wie der Midgard-Schlange und dem guten Gott Odin beherrscht wird, den man den Graubart nannte. Odin verkörpert in der Wikingerzeit den Götterkönig, auch den Göttervater, er ist der Vater der anderen Götter. Er ist aber gleichzeitig der Gott der Toten. Die Gefallenen vom Schlachtfeld werden zu Odin geführt und kämpfen dort mit ihm, leben auch in diesem Kriegerparadies eben. Und Odin ist auch der Gott der Dichtkunst. Für viele Menschen bei uns im hohen Norden ist eine neue Zeit der Finsternis angebrochen. Unsere Könige sind von der Verehrung der alten Götter zum Glauben an den einen Gott der Christen übergewechselt. Und wir müssen ihnen folgen. Odin und Thor sind nun für immer besiegt. Nie wieder wird es einen Frühling in Asgard geben. Alles wird bald nur noch Legende sein. Ich, der Skalde Einar Ormstunga, geboren in Island, werde darum meine Geschichte erzählen, die zu einer Zeit begann, als ich jung und stark war und als Wikinger an den großen Beutezügen nach England teilnahm. Im Jahre 995 war ich an den Hof des Dänenkönigs Sven Gabelbart gekommen. Ich war Krieger, aber ich war nach alter Tradition der Männer von Island auch ein Dichter und Sänger, der abends an den Feuern die alten Götterlieder vortrug. Im folgenden Frühling gingen wir auf Viking, wollten im reichen England Gold und Silber holen, wie viele Skandinavier vor uns. Es war eine riesige Flotte, die unter der Führung von König Sven und seinem Verbündeten, dem Norweger Olaf Tryggvason, das englische Königreich an mehreren Stellen der Küste zugleich angriff. Ich kämpfte als Commander in der ersten Reihe. Doch König Æthelred und seine Männer wehrten sich verbissen. Wochenlang tobten die Kämpfe um London und Jorvik. Als Olaf Tryggvason uns befahl, auch die angrenzenden Provinzen und kleineren Königreiche an der Ostküste Englands zu verheeren, gab der englische König endlich bei und zahlte 16.000 Pfund Silber für den Frieden. Tausende waren dafür wieder auf dem Schlachtfeld gefallen.
Ein schreckliches Morden zwischen Brüdervölkern, das ich nicht mehr ertragen wollte. Es kam, wie es kommen musste. Die Sieger hatten sich bald um ihre Anteile zerstritten und der Norweger Olaf verbündete sich mit den Engländern. Dänenkönig Sven zog ab. Ich wollte nur noch Frieden, legte meine Waffen nieder und blieb in England. Ich verliebte mich in die schöne Tochter eines Kaufmanns und wollte meine eigene Familie gründen. Ich hoffte, als Skalde am Hofe des englischen Königs Ethelred mein Geld verdienen zu können. Wie viele Wikinger, die in England ihre neue Heimat fanden, schwor auch ich den heidnischen Göttern ab und ließ mich taufen. Seit 200 Jahren schon gab es Klöster und Kirchen in diesem Land. Selbst der norwegische Heerführer Olaf Tryggvason hatte sich taufen lassen. Im hellen Gewand, wie einst Christus, der weiße Gott. Doch der Frieden währte nicht lange. Schon im darauffolgenden Sommer kehrte Dänenkönig Sven mit einem Heer nach England zurück. Diesmal mit noch mehr Schiffen und Männern. Seine Horden erschlugen wahllos alle Männer und nahmen Frauen und Kinder als Sklaven. Das Chaos und die Not wurden noch größer, als der englische König Ethelred im Gegenzug begann, alle Skandinavier, die in seinem Reich lebten, töten zu lassen. Egal, ob sie Krieger oder friedliche Kaufleute waren. Auch ich musste nun um mein Leben fürchten und meine Geliebte Hals über Kopf verlassen. So war meine Geschichte, bis zu jenem Tag, als ich an Bord eines Handelsschiffes stieg, das mich zunächst nach Dänemark bringen sollte, in eine ungewisse Zukunft. Ich hatte nur ein Ziel, endlich wieder nach Hause zu kommen, ins ferne, friedliche Island. Die Überfahrt von England nach Dänemark dauert in der Wikingerzeit 2 Tage. Das häufigste Ziel der mit Pelzen, irischer Wolle, Schmiedewaren und mit Sklaven beladenen schnellen Schiffe ist die blühende, als Menschenmarkt gleichwohl berüchtigte Handelsmetropole Haithabu. Mehr als ein weiteres Jahrzehnt, bis 1012, kommt es immer Imkerwanderungen, die in der Wikingerzeit an Haithabu und dem dänischen Königssitz Jelling vorbei bis zur Nordspitze Jütlands führt. Wer noch weiter nach Norwegen oder Schweden will, muss von Nordjütland aus, am besten vor Beginn der Herbststürme, ein Schiff nehmen. Auf dem Heerweg sind Ochsenkarren nur Händlern und ihren Waren vorbehalten. In der sandigen Heidelandschaft fahren sich die Gespanne oft fest und müssen dann mühsam freigezogen werden. Wer schneller sein will, muss den beschwerlichen Weg zu Fuß auf sich nehmen. Ich beschloss, Bruder Martin ausführlich von den Göttern der Heiden zu erzählen. Es sollte helfen, seine Furcht zu zügeln und die Gemüter der Menschen, die an sie glaubten, verstehen zu können, bevor wir an Orte kamen, die nie ein Mönch vor ihm gesehen hatte. Und er sollte mir das Schreiben beibringen. So war unsere Abmachung. Laut heult der Wolf von Gnipahelje. Es reißt die Fessel, es rennt der Wolf. Weit ist mein Wissen. Weithin erkenne ich der siegreichen Götter schlimmes Geschick. Was also sah die Seherin in ihrer Prophezeiung? Wann wird der Fenriswolf Göttervater Odin verschlingen? Warum warnen seine Raben Hugin und Mumini nicht? Jeden Morgen fliegen sie über die Welt, um zu sehen und zu hören. Und am Abend kommen sie heim, um Odin alle Neuigkeiten zuzutragen. Ihm,
der nur ein Auge hat. Das zweite verpfändet an den Riesen Mimir, um aus der Quelle der Weisheit trinken zu dürfen. Ja, auch Odin wird untergehen, weil die Götter am Ende schwach und blind sind wie die Menschen. Das ist das Zeichen des Baumes Yggdrasil. Seine drei Wurzeln umspannen die ganze Welt. Eine in Midgard bei den Menschen, eine in der Welt der Riesen und unterhalb der dritten ist die Unterwelt. Yggdrasil steht an einer Quelle, die Urds Brunnen heißt. Wenn ihre Blätter zu welken beginnen, wird die Welt untergehen. Urd, Verdandi und Skuld sind die drei Nornen, die an ihrem Stamm das Schicksal weben und die Zukunft planen. Sie entscheiden über die Zeit. Nicht mehr lange steht die Esche Yggdrasil hoch und fruchtbar. Noch fällt Tau in die Täler. Wer ins Götterreich Asgard will, muss über einen Regenbogen reiten und eine Brücke aus Feuer. Außerhalb aber herrschen Dunkelheit und unheimliche Kräfte. Das ist die Mitte der Welt. Um jeden Menschen ist ein Horizont und das ist für ihn Midgard. Und diese relativ naive Vorstellung, dass wir ein Gard, heißt eben umzäunter Raum, um den eigenen Bauernhof herum, das ist für jeden Menschen Midgard. Und die Gegend, in der alle Menschen wohnen, also unsere Erde, ist Midgard eben, also diese Welt der Menschen. Und eine Welt ganz woanders muss nicht unbedingt drüber sein. Ich glaube, dass diese Vorstellung, dass Asgard irgendwo in den Wolken sich befindet, vielleicht schon vom Christentum beeinflusst ist, aber das ist eine Welt der Götter und dass sich die auch so einen Raum geschaffen haben, in dem sie wohnen, in dem sie existieren, das gehört auch dazu. Und drumherum, außen herum, ist Utgard. Alles das, was man nicht als Mensch kontrollieren, was man nicht erleben, wo man sich nicht halbwegs geschützt befinden kann, das ist Utgard. Und dort leben alle Mächte der Finsternis, also ob es jetzt Riesen oder Trolle oder ob es die Welt der Unterwelt ist, alles das ist draußen in Utgard. Wir hatten das sanfthügelige Jütland zur Hälfte durchwandert und waren endlich an die Küste gekommen. Üppige Eichen- und Buchenwälder reichten direkt bis an das stille Meer heran, an das Mare Balticum. Welche Schönheit, welcher Reichtum der Natur bot sich uns da. Unvorstellbar, dass hier Gefahren lauerten, die unseren Weg behindern könnten. Ein Land mit großem Wohlwollen erschaffen, von welchem Gott auch immer. Seit Tausenden von Jahren haben Menschen in dieser Region Europas gesiedelt. In der Bronzezeit fahren nordgermanische Stämme mit leichten Booten durch die Inselwelt der Ostsee. Später, in der römischen Kaiserzeit, noch 500 Jahre vor den Wikingern, haben die Germanen bereits riesige, hochseegängige Schiffe entwickelt, mit denen sie weite Strecken über den Atlantik bis nach England zurücklegen können und erste Eroberungskriege führen. Es sind gigantische Ruderboote. Segel wie in der Wikingerzeit gibt es noch nicht. Aber auch untereinander bekämpfen sich die skandinavischen Fürsten. Es ist eine hochentwickelte Kriegerkultur. Viele Männer haben als Legionäre im fernen Rom den Kaisern gedient und kehren mit Waffen gut ausgerüstet heim. Es geht um Ansehen und Macht. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus hat als erster über das Leben dieser Germanen und ihre Kulte geschrieben. Sie versprechen Odin für den Fall des Sieges große Opfergaben. Die Waffen der unterlegenen Gegner, Gold und selbst ganze Schiffe versenken sie zum Dank an die Götter in ihren heiligen Mooren. Diese uralten Opferplätze in Dänemark und Norddeutschland sind einzigartig und bis heute eine Schatztruhe der Vergangenheit. Auch religiöse Kultgegenstände aus heidnischer Zeit
haben sich in den morastigen Sümpfen erhalten. Archäologen konnten kostbare Zeugnisse einer untergegangenen Kultur bergen, wie den Goldhelm von Thorsberg in Schleswig-Holstein, der einem gefallenen germanischen Kriegerhäuptling um 300 nach Christus gehört hatte. Unser Weg sollte erneut ins Landesinnere führen, vorbei an großen Mooren, die Bruder Martin und selbst mir unheimlich waren. Die Leute aus der Gegend hatten uns von den Sitten ihrer Vorväter erzählt, dass sie den Göttern Pferde geopfert und selbst Menschen lebendig im Moor begraben hätten. Man riet uns, die heiligen Stätten weit zu umgehen, um den Zorn Odins nicht auf uns zu ziehen. Die erste Etappe unserer Reise war nun beendet und das jüdische Dorf Jelling erreicht. Hier hatte zwei Generationen zuvor Gorm der Alte ein neues dänisches Königstum gegründet. Gorm war der Großvater von Sven Gabelbart gewesen, dem Englanderoberer, und der Vater von Harald Blauzahn, dem König, der sich gerühmt hatte, als erster die Dänen zu Christen gemacht zu haben. Uns schauderte, als wir die Kirche betraten. König Harald hatte seine Eltern Gorm und Thyra zunächst nach alter Sitte in zwei riesigen Grabhügeln bestattet und dann auf heidnischer Stätte das Gotteshaus erbaut. Jelling der Könige, so heißt diese monumentale Stätte heute noch. Neben Kirche und Grabhügel lässt König Harald Blauzahn gegen 970 einen 10 Tonnen schweren, mit Runen verzierten Granitstein aufstellen, der den Durchbruch des Christentums im heidnischen Dänemark markieren soll. Also, på min ene side, der ligger der den gamle trækirke, og så står den store runesten bagved. Zwischen den Grabhügeln steht damals die alte Holzkirche, der große Runenstein direkt daneben. Und dann ist hier eine riesige Schiffssetzung, die Gorm und Harald gegen 950 haben bauen lassen. Wo das Dorf Jelling damals liegt, wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich östlich von dieser Stätte. Die mehr als 1000 Jahre alte Botschaft auf dem gigantischen Granit lautet: König Harald befahl, diesen Stein zu errichten, zum Gedenken an Gorm, seinen Vater, und an Thyra, seine Mutter. Der Harald, der sich ganz Dänemark und Norwegen unterwarf und die Dänen zu Christen machte. Mit den Runen bekennt sich Harald auf spektakuläre Weise zum neuen Glauben, allerdings nicht ganz freiwillig. Denn der deutsch-römische Kaiser Otto I. hat die südliche Grenzstadt Haithabu besetzt und droht, Dänemark christlich zu kolonisieren. Harald will ihm zuvorkommen. Doch wie erklärt er seinen heidnischen Untertanen,